Es ist Ende 1990, unsere Mairie ist weg und kränkelt in der Südsee. Wir hauen hier trotzdem rein, herein, willkommen im Zirkusverein. Ja, habe ich vergessen zu machen. Ich finde das gut. Nico schneidet das. Wäre gut gewesen, auf jeden Fall. Ja, ja, mhm. In der Nico Welt, rein. In der das passiert ist. Nice. Aber hallo, liebe Leute auf Twitch und liebe Leute, die auf dem Actual Let's Play-Kanal von Orgensport TV nachgucken. Wir spielen heute wieder Vampire the Masquerade in der V20-Version, die Überlebensversion. Aber wie ihr seht, spielen wir heute ohne Mairi, ohne direkte SL, auch wenn wir eine sehr, sehr gute SL hier dabei haben, nämlich bei einem Paper. Aber das ist nicht seine Runde. Aber das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, weil wir eigentlich IC, also innerhalb des Spiels, gerade eine sehr gute Lage haben, um auch einfach mal was ohne eine Spielleitung zu machen. Denn wenn ihr euch erinnert, wurde nicht vor kurzem erst, die Folgen könnt ihr übrigens auf dem wunderbaren YouTube-Kanal nachholen, eine junge Frau namens Jacqueline aus dem Ruhrpott zum Neuvampir gemacht. Und als Neuvampir, selbst wenn man Teil dieser Zirkustruppe, die wir hier gleich vorstellen, ist, gibt es dann doch ziemlich viel zu lernen und auch ziemlich viel zu besprechen. Es ist übrigens ein schwerer Maskeradebruch, diese Videos hier nicht zu liken, zu Ende zu gucken, zu teilen und den Kanal zu abonnieren und zu kommentieren. Jeder einzelne ist ein weiterer Bruch übrigens, ganz wichtig, können euch alle Anwesenden bestätigen. Und Bier ist Sabbat. So, sind wir nicht zur Hälfte Sabbat sogar? Ich würde so wie hier sitzen, aber ich sag mal nicht. Dazu gleich mehr. Dieser Pony ist übrigens der Endgegner des heutigen Abends auf jeden Fall. Ich habe doch zwei Augen. Jedenfalls, da wir heute keine Mairi haben, gibt es keinen Mampfen mit Mairi, aber auch kein Sterben mit Stritter und keine Spielleitung. Aber wir machen heute dieses sogenannte Charakterspiel mit allen Anwesenden, die sich ihrem jüngsten Spross, gespielt von mir, und ihrem neuen Unleben widmen werden. Nach den letzten Eskapaden, zum Beispiel in irgendwelchen alten Zechenschächten mit Giovanni, ist sicher auch mal eine verdiente Erholung. Und ich würde sagen, gerade wenn ihr noch nicht so wirklich in die World of Darkness eingetaucht seid und euch Vampire aber interessiert, ist es heute und auch generell gerade die Kampagne ein super Einstieg in das Ganze und die beste Möglichkeit, etwas über Lore und Atmosphäre zu lernen, nämlich direkt von Charakteren selbst, die in dieser Welt leben. Und mit dabei, die diese Charaktere spielen, sind heute wieder einmal die McCullough als Irina. Hallo zusammen. Hallo. Was machst du aktuell so im Internet außer Vampire-Spielen? Momentan gar nicht so viel. Ich habe hin und wieder noch ein paar Cosplay-Bilder, die ich hochlade, aber allmählich geht es so in die erkältungsbedingte Winterpause. Oh je, Mini. Fühle ich mit der Winterpause. Auch wieder mit dabei. Letztes Mal wieder ausgesetzt. Oder? Nee. Ja. Doch, ja. Doch. Doch, ja, nein. Also, wenn du von mir redest, ja. Ja. Eric ist wieder dabei als Arnaud. Hello, hello. Leider ist Eric aber wieder nicht im Overlay drin, wie ich gerade sehe. Ne? Das ist schon ein bisschen kritisch. Oder? Doch, doch. Ja, als Eric selbst, aber nicht als... egal. Ja, natürlich. Ich kann ja... also, es geht ja nicht. Also, wie soll das denn funktionieren? Oh, gleichzeitig an zwei Orten? Also, verstehe ich nicht. Aber auch wieder mit dabei ist Benen Paper, selbst auf Twitch umtriebig und auf diversen Bühnen, als Marius. Ui. Und eigentlich wäre auch dabei Walker als Düsenjet / Vincent und Energietreiber der Gruppe, ist aber kurzfristig jetzt ausgefallen wegen Krankheit auch. Gute Besserung an der Stelle nochmal. Moment. Und dann habe ich mir hier noch so richtig, bitte hier Nico schneid das bitte, ne? Das kann ja kein Mensch ertragen, was ich hier gerade mache. Ich müsste ja auch eigentlich mal in den Chat gucken zwischendurch, aber ich habe ja nur keine Atmo noch für euch. Wir sind wieder zurück im Zirkus in dieser wunderschönen Perle des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen. Perle des Ruhrgebiets, wie man uns, euch, sie schon mehrfach versucht hat, diese Kulisse von Beton und Altbaugrau, schmackhaft zu machen. Der vermaledeite Tag hat scheinbar auch endlich sein Ende gefunden, denn die letzten Sonnenstrahlen verschwinden hinter dem Turm der Zeche. Vor den Wagen des Zirkus beginnt geschäftiges Treiben und aus einem Radio tönt der schnulzige Hit eines Films, bei dem der ehrliche US-amerikanische Arbeiter einen Meteoriten sprengt, die Erde rettet und stirbt, in dem Wissen, dass seine Tochter von nun einen Typen datet, der gerne mit Kekstieren auf ihrem Bauch spielt. Man hört
I don't wanna close my eyes. I don't wanna miss a thing. Irgendwie so. Und das hört Marius vor seinem Wagen. And I don't wanna give a shit. Ja, die Klappcouch wieder auf. Was war das gestern für eine Nacht? Sack übergezogen, streifte Hose an, barfuß aus dem Trailer raus, kurz geprüft. Die Beleuchtung des Bolzplatzes, auf dem wir jetzt abgeschoben sind, flackert. Motten sammeln sich darum. Und die Geschäftigkeit der wenigen Buden dieses Ausweichkirmes ist nach wie vor mit einigen Kunden und Kundinnen zusammen. Aber der Betrieb neigt sich an diesem Abend auch das dem Ende zu. Unser Aufenthalt hier allerdings nicht. Wir sitzen hier fest in dieser Perle. Und so streift Marius über den Platz, die Kiesel zwischen den Zähnen, ein bisschen Leben im Tod spürend, und klopft zuerst bei normalerweise immer Irina an, aber jetzt bei Arnaud. Einfach um zu testen, ob er zurück ist. Denn der letzten Nacht war er auf einem kleinen Auswärtsbriefing. Was war Arnaud? Bist du da? Und dann hört man auch in dem Zelt erst einen Mechanismus betätigen und dann eine Klappe sich öffnen. Und wenig später ein etwas zerknautschtes Gesicht, was sich durch die Zeltöffnung streckt. Guten Abend. Ihr seid auch wieder da? Ja, warst du vor uns zurück? Scheinbar. Ist gut. Marius? Ja? Jemand hat hier geschlafen. Das ist soweit richtig. Du erinnerst dich an Lissy? Auch ohne Dreck in meiner Schlafstätte erinnere ich mich sehr gut. Moment, der Dreck, das ist wiederum Irinas Arbeit. Wir können sie gleich fragen. Apropos Dreck. Ist mir und wer hat... Ich helfe dir. Meine wer Bücher hat in meinem Becherchen gegessen, wer hat in meinem Tellerchen rumgemacht? Das wer hat ist in meinem unmöglich. Geschlafen? Man ist ein paar Tage nicht da. Nur ein paar Tage. Wir wussten nicht, ob du überhaupt wiederkommst. Ob ich... Marius? Was? Es ist nicht das erste Mal. Es gibt Geschichten über Gildenhäuser und Leute, die dort verschwinden. Aber es ist nicht das erste Mal. Schön, dass du da bist. Arnaud, wir werden nie wieder... Wir haben ja eine Ersatzschlafstätte für Lissy gefunden und sie hat sich gut gemacht. Wir hatten gestern... Es ist so viel passiert. Giovanni, ich sag dir Giovanni alleine. Was habt ihr mit diesen Stümpern zu tun? Das, ich hoffe nichts mehr. Ich hoffe auch. Wer hätte geglaubt, dass die gesamten Familien und Clans der Nacht hier in Gelsenkirchen zusammenbrechen. Ich nicht. Und wir laufen Walk and Talk Richtung Irinas Wagen. Aber wir sind alle davon gekommen und oh, Vincent geht's glaube ich nicht so gut. Nach ihm sollte ich nachher mal sehen. Aber zunächst, ja. Vincent. Und dann klopft es bei Irina. Aber alle Menschen, auf die ihr getroffen seid, sind noch nun ja vollständig. Ja, tatsächlich. Und sogar eine Nosferatu haben wir retten können. Oh, wie schön. Hoffentlich.
Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was uns nützt und was uns schadet. Sollte uns einen Gefallen schuldig sein, oder euch? Im besten Fall ist die alte Zausel mit ihren Ratten uns einen Gefallen schuldig, aber das glaube ich eher nicht. Irina, bist du wach? Dauert einen Moment, dann hört man von drinnen ein wenig Gepolter, das so klingt, als würde sie sich jetzt gerade erst aus ihrer Unterkunft schälen. Man hört nackte Füße über den Holzboden tapsen, während sie sich was überzieht. Und dann noch einigermaßen ungekämmt die Tür aufmacht. Ist etwas passiert oder seid ihr einfach nur früh wach? Ich bin echt gefühlt den ganzen Tag schon wach. Ein grinsender, tätowierter Schädel. Mir hängt die Nacht von gestern und das Gesehene noch etwas nach. Schau, wer da ist! Anno ist in einem Stück zurück. Hatten wir gewettet? Oh, nein, oder? Schade. Wie erfreulich. Ich hoffe, der Familienbesuch war angenehm. Oh nein, alles auf erzählen. Gar keinen Fall. Oh, du musst das nicht. Du musst ich mein, uns unbedingt alles erzählen. Ich habe mehrere Tage in dem Fall mehreren, aber hauptsächlich in einem der Häuser verbracht, in der Hoffnung, dass niemand zu genau fragt, was ich gerade tue. Und? Charmant. Ist mir nicht ganz geglückt, aber ich glaube, also ich bin noch in einem Stück. Gut. Solange wir keinen Hexerbesuch, keinen Besuch der Trämmere bekommen, ist das ja erstmal ein sehr langer Blick zu Arno, ob er ja oder nein dazu sagt. Das hoffe ich ebenso. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich war ja nicht allein. Gut. In deiner Abwesenheit, das würde ich sicherlich freuen, hast du nicht besonders viel verpasst, außer ein Zusammentreffen mit diesen, wie heißen die Italiener? Giovanni. Ja. Möchte gern Hexer, die mit Toten spielen, ja. Ja, genau. Ja, und ein bisschen mehr noch, nicht wahr? Ein Art Riss in der Realität, sollten wir ihm nicht verschweigen. Etwas Großes, Altes und Dunkles, aber das weißt du ja schon, was unter den Zechen lauert. Ja. Ja. Aber es hat uns nichts getan, obwohl wir in seiner unmittelbaren Nähe waren. Also vermute ich, dass das nicht unser primäres Problem ist an dieser Stelle. Wir durften sogar die Geisel mitnehmen, besagte Nosferatu. Sagt. Ja. Nein, vielleicht kein Problem, aber interessant. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir Glück haben, quatscht jetzt die kleine Ratte bei ihrer großen Rattenmama und die große Rattenmama hat genug Wissen, um was auch immer zu tun, um das da unten zu beenden und uns dabei diesmal rauszulassen. Denn es ist tatsächlich ein Abend, in dem Wladimir nicht hier rumlungert. Das ist ein guter Abend. Das heißt, heute werden wir vielleicht in Ruhe gelassen und können uns, Blick zu Irina, um ein anderes Problem kümmern. Ist kein guter Abend für Wladimir vermutlich, aber ich stimme zu. Und ich habe bisher auch noch keine modifizierten tierischen Botschafter auf meinen Fensterbänken gefunden, also haben wir vielleicht wirklich mal ein paar Stunden unbeobachtete Nachtzeit. Oh ja, du hast die Taube verpasst. Brieftauben der besonderen Art. Schöne Handschrift, allerdings leider in den Brustkorb, nun sagen wir, hineinmodelliert. Auch, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ihr habt diverse Ritualzeremonien verpasst. Viele davon waren sauerlich. Äußerst anstrengend. Dich manche betreffend? Davon ganz angenehm. Oder hast du nur teilgenommen? Teilgenommen. Das klingt tatsächlich fast wie so ein Wochenendworkshop. Könnte man sagen, mit dem leichten Unterschied, dass man eventuell nicht gesagt bekommt, dass man verhört wird, aber ja. Gut, Klartext. Hört. Natürlich, warum sollten sie ihn sonst? Nein. Offiziell bin ich hier in Außenmission, seltsame Vorkommnisse zu untersuchen und zu entscheiden, ob die für uns interessant sind oder nicht. Ich habe bisher offiziell relativ wenig herausgefunden. Werden sich die Hexer hier auch einmischen? Vermutlich nicht. Oh, das ist gut.
Zumindest nicht jetzt. Hast du ihn von meiner Tochter erzählt? Ich stehe hier noch und bin nicht begleitet von anderen. Also nein. Ich hoffe, er hat nicht mal was von dir erzählt. Ich habe von euch beiden nichts erzählt, gar nichts. Und ich glaube zu wissen, dass, sagen wir, meine Verbundenheit zu Schatten und Töpferinnen noch nicht die Runde gemacht hat. Du bist die Töpferin. Gut. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Irene davon weiß oder das einfach nur nicht wissen will, weil alles, was ich tue, fällt auf sie zurück. Ihr kennt das Spiel. Das kennen wir. Hoch auf die geheiligte Camarilla. Lasst uns die Überleitung nutzen und sowohl Töpferin als auch Tochter in einem mal aufsuchen. Beziehungsweise ich mache einen kleinen Schlenker zu Vincent, denn es ist tatsächlich bedenklich, dass der Bär an der Kette sitzt, aber er nicht da. Ich komme gleich nach. Alles klar, wir gehen vor. Und wie macht sie sich so? Bisher recht gut. Ich muss gestehen, sie hat Talente, die du dir vielleicht ein wenig eingehender anschauen möchtest. Sie hat ein gutes Auge, wie es scheint. Aber wir hatten zugegebenermaßen, wie du dir in den aktuellen Bedingungen vorstellen kannst, noch nicht die Zeit, sie wirklich intensiv zu untersuchen, geschweige denn auszubilden. Das Nötigste eben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wissen wir schon, nun, wenn ich habe mir viele Gedanken über verdeckte Dinge gemacht in den letzten paar Tagen. Wissen wir schon, was sie hier tun will? Tatsächlicherweise interessiert sie sich ein wenig für Messerkunst, hat sie anklingen lassen. Ha, interessant. Das könnte man fast, wenn das eine funktionale Perspektive hat, als eine Art der Völkerverständigung kommunizieren. Lass uns erstmal nicht so weit gehen. Ja, sie kommen. Aber können praktische Dinge vielleicht tun, wenn sie wirklich ein gutes Auge hat und dazu gut werfen kann. Ich bin gespannt. Sie kommen allmählich bei Lizzie am Wagen an und Irina wird einfach mal anklopfen. Wo habt ihr sie mittlerweile eigentlich eingesperrt? Also, hat ihr einen eigenen Wagen gekriegt? Habe ich einen eigenen Wagen bekommen? Nicht mehr eingeschlossen? Ja, ja. Direkt nach der ersten Nacht? Doch, eingeschlossen bist du. Da bist du eingeschlossen, okay. Ja, aber du bist nicht mehr bei Anno eingeschlossen, sondern du hast genau so einen kleinen Ehrenwagen bekommen. Ja, wie schön. Aber, ja. Von drinnen hört man tatsächlich erst lange Zeit nichts außer nur Musik, die sehr laut ist. Irgendein ganz komisches Geschrabbel, das man eigentlich nicht identifizieren kann. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist elektronischer Nonsens. Ja, Musik hat in den 1700ern wirklich aufgehört. Ja, so ein ganz übler Industrial, der irgendwo in der Zeche spielen könnte. Kann nicht mehr unterscheiden, ob das Musik sein soll oder einfach nur Arbeitsgeräusche. Warte, ich habe hier den Schlüssel. Macht auf. Auch eine gute Idee. Rein. Und da drin sitzt Lizzie auf ihrem Sarg voll Dreck, I guess, den sie bekommen hat. Oder irgendeine Schlafcouch oder irgendwo eine Kiste, die übrig war, in die man Dreck reinstopfen konnte. Und bist in dieser Zauberkiste. Mit dem Kopf. Aus unserem Magier, der nicht mehr dabei ist, wo man die Säbel durchstecken muss. Ja, das war der Letzte, der hier das mit den Augen gemacht hat. Okay, hatte der auch mal ein gutes Auge. Und sie guckt hoch. Ich hab doch gesagt, ich klaue nirgends wogegen. Ihr hättet mich nicht einsperren müssen. Das ist sehr, sehr nett von dir, uns dahingehend zu bestärken. Aber es geht ja auch nicht darum, dich einzusperren, sondern andere Sachen tagsüber auszusperren, meine Liebe. Ah. Nicht, dass meine Kiste irgendwann verschleppt wird. Moment, die. Zum Beispiel. Niemand hier weiß das außer, wie hieß nochmal deine, nicht deine Freundin. Ist die darin? Gina. Ja, sonst weiß das niemand. In den Details nicht so recht. Und die nehmen das einfach hin, dass ihr alle den ganzen Tag schlaft. Wir sind. Man redet einfach nicht. Gewissermaßen die Stars. Wir müssen abends
fit sein. Wir sind so lange wach. Ja, warum Fragen stellen? Soll mir egal sein. Aber okay, dann verstehe ich das eher. Aber ihr könntet mir auch einfach einen eigenen Schlüssel geben, dann kann ich mich hier selbst einsperren. Ich habe momentan nur den einen. Wenn wir einen zweiten haben, reden wir darüber. Ich kenne Schlüsselmacher, die... Wo war der nochmal? Hat der so spät überhaupt auf? Außerdem scheint Marius auch in der Tür. Hi. Guten Abend. Müssen wir den heutigen Abend nutzen, um ein bisschen zu schauen, wie du dich so machst im natürlichen Revierverhalten, sag ich mal. Hey. Wenn du einen eigenen Schlüssel haben willst, große Dame, dann musst du auch lernen, selbst zu jagen. Ja, warum redest du wie bei einer Tierdoku? Weil ich gerade mit Vincent geredet habe und der versteht es nicht anders. Okay. Er ist nämlich ein ganz feiner. Er ist wahrscheinlich ein ganz feiner mit Rückenproblemen, oder? War er gestern früh noch jagen? Habt ihr das mitbekommen? War er weg? Ja, oder? Keine Ahnung. Er hat einen gefühlt zwei Besoffene oder sowas ausgezahlt. Keine Ahnung, was drin war im Blut, aber er hat es nun intus. Und ich habe ihn an die Leine gelegt. Oh nein. Ja, Schosch kümmert sich um den Bären und Vincent ist für heute Abend erstmal angeleint. Aber er hat noch nichts angestellt. Nein, er blubbert irgendwas vor sich hin von der Zauberer von Oz oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ey, Vincent. Aha. Und damit dir das nicht passiert, Lissy, üben wir heute Jagen. Ich muss ja zugeben, ich hätte vorher noch eine andere Frage. Nur zu, wir haben Zeit. Also ich meine, das Ganze ist jetzt eher so eine Nummer im Sinne von mit Gebissen, mit gehangen. Aber was mache ich denn mit meiner Familie? Also ich meine, ich kann meinen Alten nicht leiden, aber da muss ich da auch irgendwas in die Wege leiten. Soll ich meinen Tod vortäuschen? Ja, das wird wohl so sein. Das ist die einfachste Möglichkeit. Du hast vor kurzem gesagt, du hättest irgendwelche Suizidankündigungsdokumente in deiner Wohnung. Ja, ich habe halt diverse Songtexte geschrieben, die laufen meist darauf hinaus, ganz normale Sachen halt. Die würde ich tatsächlich ganz gerne hören. Aber davon ab gab es vor 2 oder 3 Nächten ein großes Verschwinden von irgendwelchen seltsamen Ravern in dieser Zeche. Die Polizei geht auch verschwundenen Menschen nach, aber das wird dann meist zum Cold Case, weil niemand in irgendeinen blutigen Schlund hinabsteigt, beziehungsweise sich die Kamarilla auch darum kümmert. Die sind ganz gut genetzwerkt. Und also könnten die das für uns einfach faken? Zumindest wird dort auch dein Name fallen unter den Vermissten und Toten. Ja. Wir bleiben bei der Wahrheit. Du bist tot. Stimmt. Und wenn du ein wenig so tiefer in deinen Blutfähigkeiten bewandert bist, dann kann ich dir nur nahelegen, dich auch noch um ein neues Gesicht zu kümmern, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn weißt du, zu unserer Zeit war das noch recht unproblematisch, aber heutzutage gibt es überall diese entsetzlichen Lichtabbildungen, die es sehr, sehr schwer machen, völlig zu verschwinden. Es gibt Handys mit Kameras mittlerweile, oder? Kam so dieses Sony-Ding raus? Ist ultra teuer. Ja, man wird erkannt. Richtig. Das hier war zwar zum Teil meines Herrn ein Spaß, aber auch zum anderen Teil. Ich war mal ganz ansehnlich, glaube ich. 1900 irgendwas. Guckst du schon an und Marius hin und her. Naja, mit den Tattoos auf jeden Fall besser als was gestern nicht da. Arno? Als Arno, ja. Danke. Danke. In 50, 60, 70 Jahren gibt sich das sowieso. Ja. Und ansonsten, ich habe halt so ein Allerweltsgesicht. Was soll ich machen? Zumindest gibt sich das für die sterbliche Seite. Ja. Die unsterbliche Seite vergisst leider nicht so. Moment, wir altern auch einfach gar nicht optisch? Oh ja, das ist jetzt noch dieses Thema.
Du bist tot, du hast keinerlei körperliche Veränderung mehr zu befürchten. Du alterst nicht mehr, du veränderst dich nicht mehr, es sei denn, du möchtest es. Und das ist nur dir und mir und den Unsrigen gegeben. Und du wirst auch sonst keine weiteren, nennen wir es, normalen Körperfunktionen mehr feststellen, wie du sie zu Lebzeiten kannst. Oh, geil, keine Periode mehr. Oh mein Gott, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Reaktion, aber ja, das ist richtig. Das kannst du nicht verstehen, trust me. Du isst auch nichts mehr, du trinkst auch nichts mehr außer Blut. Und falls du das tust, dann musst du Blut einsetzen, weil sonst kotzt du alles wieder raus. Essen wird. Und es schmeckt auch nicht mehr. Nein. Es schmeckt wirklich nicht wie mehr. Wie Asche. Naja, das also ist sehr unangenehme Erfahrung. Ihr wisst schon, wo ich aufgewachsen bin, oder? Ja, also gut, wisst ihr nicht, aber hier gibt es eh nur Currywurst und Asche. Ja, so ist das. Forever young, you would be forever young. Aber warte, das heißt, nur wir können einfach unser Aussehen verändern. Das ist nicht irgendwie aufwendig aufrechtzuerhalten. Also ich keine Ahnung, was ich da mit dem Schädel hatte, hat sich nicht so angefühlt, könnte das ewig machen. Die Grundform des Fleischforms, ja. Wir werden darüber, glaube ich, später noch einmal intensiver sprechen, aber lass uns vielleicht erst einmal die Grundzüge deiner Erschaffung, deiner neuen Umstände, nennen wir es, erörtern. Das Fleischform, wie wir es nennen, ist in der Tätigkeit an sich aufwendig, anstrengend und kostet einige Zeit. Aber wenn du erst einmal einen solchen Akt vollendet hast, dann hast du eben einen neuen Status geschaffen, etwas, das bleibt, solange bis du dessen überdrüssig wirst. Also kann ich rein theoretisch einfach mit 4 Armen rumlaufen, wenn ich sie einmal gemacht habe? Das ist ein wenig komplizierter. Machbar, aber schwierig, denn dafür brauchst du Körpermasse von anderen Tonträgern, um es so zu formulieren. Generell wirst du früher oder später feststellen, dass andere Sterbliche für dich sukzessive nur noch in 2 Kategorien einzuteilen sind. Beute und Rohmaterial. Und sie sagen, wir gehen seltsam mit unseren Subjekten um. Ha. Aber gibt's nicht, also gibt's nicht einfach nützliche Menschen? Also ich meine, das, was du mit Gina hast? Oder ist Gina auch nur Rohmaterial? Das sind Fragen. Ich glaube, in der Camarilla pocht man da sehr drauf, der Menschlichkeit. Das ist komplizierter. Camarilla, das waren die euch hier genervt haben die ganze Zeit, oder? Eigentlich nerven uns alle, aber es ist komplett richtig, dass es nützliche Menschen gibt. Im Gegenteil, du solltest niemals die Herde aus Schafen unterschätzen, denn wir Wölfe sind in der Unterzahl. Also, wir sind mächtig, aber wir werden dir heute Nacht auch zeigen, wie man uns bricht. Moment. Okay, das mag. Ich habe eine Sache, die hat mich seit gestern schon beschäftigt. Tut mir leid. Ja. Wenn es Vampire gibt, gibt es dann auch Werwölfe oder irgendwelche Van Helsings? Volltreffer und Volltreffer. Tatsächlich, um ehrlich zu sein, habe ich dich und deine Bande für Werwölfe gehalten. Ja, ich auch. Die meisten stinken wie nasse Hunde von denen, von daher kann ich es verstehen. Ja, und durch diesen Einfluss von diesem komischen Kult-Song hattet ihr auch in eurem Blut etwas an euch, was Vincent verändert hat. Ja, es gibt hauptsächlich außerhalb der großen Städte Menschen, die Halbwolf sind und sich auch in was Großes, 3,50 Meter Großes, verwandeln können. Und die zerreißen uns innerhalb von Sekunden. Und sind wir cool mit denen? Nein, wir sind nicht cool mit denen. Die sind nicht cool mit uns. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, sie mögen den Geruch von Tod, der uns anhaftet, nicht. Wir gehören nicht zu ihrer natürlichen Ordnung. Puh, ich hatte mal bei Hamburg eine Nun ja, jedenfalls gibt es die. Und wenn du Van Helsing sagst, ja, und damit kommen wir zur Schafherde. Es gibt auch ein paar Schafe, die tatsächlich mehr sehen. Und so seltsam das Konzept Religion auch ist, sie klammern sich an so etwas und bekommen damit Weitsicht auch über uns. Es sind wenige, aber wenn die determiniert sind
und uns jagen. Du hast gesehen, was ein Pflock anrichten kann. Das ist tatsächlich keine mittelalterliche Überlieferung, sondern das ist etwas, was uns in Stupor, in eine Starre versetzen kann. Hm. Und hinzu Feuer kommt, dass auch. Wir außerordentlich, ja, wie Anno sagt, wir sind außerordentlich anfällig für Feuer. Und das ist einigen von denen mittlerweile auch bewusst geworden. Deswegen ist es so wichtig, tagsüber Wege zu finden, dass niemand in unsere Zuflucht hineinkommt. Denn wenn du dich nicht bewegen kannst, weil du den Tag über schläfst, bist du sehr leicht anzuzünden. Ja, das ergibt Sinn. Und jetzt pass Fehl auf. Okay, ja, ich habe nur eine Frage, habe ich noch, sorry. Okay. Eine Frage noch. Ne, frag. Ist Wes Craven ein Vampir? Weil was ihr beschreibt, es könnte auch einfach aus einem Wes Craven-Film kommen. Ist Wes Craven? Wer? Das ist irgend so ein Film, der Filme Vampire gemacht hat. Was der Nosferatu gemacht hat? Nee, Dracula. An dieser Stelle kann Nico gerne einfügen, dass der wahrscheinlich später rausgekommen ist. Eher Theater. Mensch, ja, ich glaube 96 oder sowas kann schon sein. Hm. Bücher. Nein, keine Ahnung. Aber es gibt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn du, also seltenst treten wir in die Öffentlichkeit und sagen, ich bin ein Vampir. Und um das Quartett zu vervollständigen, und da kann Arno dir bestimmt viel mehr erzählen, es gibt auch Sterbliche, die tatsächliche Magie wirken können. Die gibt es. Geben potenziell sehr potente Magier ab und sind immer gerne gesehen bei uns, vor allen Dingen, wenn sie Dinge können, die wir noch nicht so gründlich erforscht haben. Schade, dass sie oft nur sehr kurz leben. Ja. Außer sie werden zu Vampiren gemacht. Korrekt. Und dann verlieren sie all die schönen Fähigkeiten. Ja, denn ihre Fähigkeit ist es tatsächlich, die Realität, die wir als solche wahrnehmen, komplett zu brechen und zu verändern. Wie einfach brechen und verändern? Sie nutzen das, was sie Magie nennen, um beispielsweise den Boden hier flüssig machen zu können oder unsichtbar zu werden. Oder was wir mit unserem Blut machen, können sie durch andere Kräfte, die... Das ist ja auch Anno mega geil. Ist. Viele Legenden oder Märchen von Hexen basieren oft darauf, dass es Menschen gab, vorwiegend Frauen zu gewissen Zeiten, die eine Herrschaft über Natur, Pflanzen, Bäume und Ähnliches in geringem Maß haben. Das konnten wir in der Zwischenzeit perfektionieren. Also einige von uns, ich nicht, aber... König Artus. Merlin und Morgan Le Fay zum Beispiel. Ja. Oh Gott, das heißt ja, meine Mutter hat recht, dass Homöopathie wirklich funktioniert. Homöopathie würde ich das, glaube ich, nicht nennen. Das sind schon sehr intensive Dosen, die dort angewandt werden. Das einzige Problem, das diese Magier meines Wissens nach haben, sie sterben? Ist, dass ihre Macht, sie sterben und ihre Macht ist mit dem Sterblichsein verbunden. Das habe ich eben schon angedeutet. Wenn man sie zu einem von uns macht, dann verlieren sie diese Verbindung zu ihrer Macht. Und da ist das Dilemma, denn sie, und sie lehnt sich so ein bisschen provokativ an Arno, wieder sind das Resultat des Versuches von so welchen unsterblich zu werden. Ja. Die da heißt ein die Familie sehr gutes von Resultat. Arno. Arnos Blut ist, eigentlich ist jedes Blut besonders, nicht wahr? Wir sind alle kleine Schneeflocken, aber Arnos Blut ist tatsächlich seine Macht, mit dem Blut wirklich Magie zu wirken, ist außergewöhnlich und so einzigartig in allen Clans. So wie bei dir und bei Irina die Töpferei. Oder so ihr denn letzte Nacht eingetroffen habt, wie ich hörte, gewisse Clans, die sich auf das Totenreich spezialisiert haben. Ja. Ah, der Typ mit dem Rickenring, okay. Ja. Moment, was war das denn hinter dem? Das Totenreich. Also ich war nicht dabei, aber vermutlich. Das ist, womit sie normalerweise rumspielen. Hast vollkommen recht. Da war also ein verdammtes Portal ins Totenreich. Ja. Nummer 5. Es gibt Geister. Scheiße, ist das Metal. Mit Metall? Hört ihr keine Musik hier? Nein, nicht wirklich, das macht ihr nicht, nein. Ich
habe gerade schon irgendwie diese scheiß Aerosmith abspielen hören. Deswegen muss ich meine Mucke so laut drehen. Du musst dir bewusst machen, wir können nur noch nachts interagieren. Uns fehlt sozusagen der halbe Tag im Sommer mehr. Wir haben keine Zeit, um mit irgendwelchen lächerlichen Trends unsere Stunden zu verblimbern. Und das, was vom Autoscooter kommt, ist keine Musik. Was und Mario wenn sagt. Ich mir überlege, einfach immer an Orten zu jagen, wo in Clubs, das ist zu gefährlich. Nein, das ist sogar ein Hauptjagdgebiet. Wir gehen heute ein paar ab, nur nicht hier in Gelsenkirchen unbedingt. Vielleicht fahren wir nach Oberhausen oder sowas. Ich werde Günni mal fragen, ob wir den Ford ausleihen können. Man ist nicht da, wo man scheißt, nicht wahr? Von daher, wir scheißen nicht mehr, aber wir sollten das Jagdgebiet woanders hinbringen. Kann einer von uns ein Automobil führen oder brauchen wir dafür natürlich. Einen Führer? Du kannst, gut. Moment, ihr habt keinen Führerschein? Wofür? Nein, ich habe tatsächlich keinen Führerschein. Das war 1899, als, ich glaube, da hat Henry Ford noch nicht mal dran gedacht, die Dinger vom Fließband zu lassen. Nein, aber Autodidakt, nicht wahr? Ich bringe uns auf jeden Fall sehr gut. Ich habe eine Zeit lang in Berlin. Glaub mir, ich kann Auto fahren. Okay. Die Jahrhundertwende war schon eine gute Zeit. Direkt vor dem Weltkrieg? Was? Der weniger. Und was war sonst so gut? Oh, die 20er waren fantastisch. Da hatte ich meine Bühnenhochzeit. Vaudeville-Theater, großartig. Berliner Clubs in Wien unten gewesen. Also ich muss hier sagen, die einzigen Vorteile der 20er sind meiner Meinung nach gewesen, dass man sich körperlich austoben konnte, wie man wollte, weil diese Sache mit den Geschlechtern sowieso sehr fließend gehandhabt wurde, zumindest in Berlin. Oh. Tja, bin übrigens dafür, wenn wir schon jetzt hier wegfahren und ein Auto führen, sollten wir eher nach Bochum fahren und ins Matrix gehen. Du kennst dich hier besser aus als wir. Das ist unser Club und zeigt raus auf den Bolzplatz. Gut, du übernimmst die Navigation, ich das Fahren. Ich bin kurz bei Günni. Und du nimmst mit, was du brauchst für heute. Wir gehen jagen. Brauche ich irgendwelche Waffen? Nein, du hast Reißzähne. Du bist deine Waffe, gewissermaßen. Ja, ich behalte das trotzdem. Meins sieht dabei aus ihrer Lederjacke noch ihr Butterfly-Messer. Oder ist das etwa, also ich meine, das ist effektiver als meine nicht vorhandenen Krallen. So. Lizzie. Lass mich eins klarstellen. Du bist jetzt ein Vampir. Du bist ein Gott unter Ameisen, wenn du jagen gehst. Und es tut mir wirklich leid, aber ein Vampir mit einer Waffe ist ein sehr armseliges Bild. Du hast Reißzähne und die Fähigkeit, mit deinen puren Händen, wenn du es nur möchtest, Menschen fürchterliche Gewalt anzutun. Das Messer, ich bitte dich, was möchtest du damit tun, was du nicht mit deinem Leib alleine zustande bekommst? Ganz abgesehen davon, ein Messer tut ihnen weh. Zustande. Das Messer tut ihnen weh. Wenn du sie beißt, dann mögen sie das. Kann ich verstehen. Vampir mit einer Waffe ist ein was, bitte? Ich finde es ein wenig armselig, wenn man die ernsthaft verwendet. Deine Kunst in allen Ehren, aber mit einer Waffe attackieren wollen? Wozu? Aber sind Waffen nicht... Also, der Typ in dem Siegelring. Es wirkte eine Zeit lang so, als würden wir mit dem sehr starke Probleme kriegen. Sind Waffen dann nicht gegen andere Vampire total sinnvoll? Weil die sind ja wahrscheinlich genauso stark wie wir. Wir sind tot. Was möchtest du damit tun? Ihm die Pulsader aufschneiden und hoffen, dass er verblutet? Ihm das Messer ins Herz stecken und hoffen, dass es aufhört zu schlagen? Ich denke nicht. Also bräuchte ich ein größeres Schwert, um den Kopf abzuschlagen. Funktioniert das? Augen aufstechen, die Messer zwischen Handknochen schieben und diese Dinge funktionieren schon recht gut, ja, wenn man das geübt hat. Und nah genug rankommt, um das zu tun, das ist wahrscheinlich die größere Problematik bei unserer Art. Die meisten von uns halten ihre Gegner auf Distanz. Was mit Schusswaffen? Oder nicht nah rankommen muss. Block und Feuer. Aber im besten Falle kommt es gar nicht erst zu einem Kampf gegen andere. Auch das.
Tatsächlich ist der die... Nein, nein, bitte. No, das ist der Vorteil. Der Vorteil davon, dass man in der Unterzahl ist. Man trifft sich selten. Und tatsächlich haben wir, seit wir hier gestrandet sind, du hast den Giovanni mitbekommen, wir haben einen sehr, sehr alten aus eurem Clan getroffen und bisher konnten wir uns immer gesprächig herauswieseln, ohne tatsächlich uns in Gefahr zu bringen. Manchmal ist tatsächlich die Silberzunge wertvoller als das silberne Schwert. Das gelingt euch trotz Vincent? Dem können wir über den Mund fahren, wenn es sein muss. Im Zweifelsfall auch wirklich. Ja, das habe ich gemerkt, nicht sehr schlagfertig. Aber ja. Aber die Sache ist tatsächlicherweise die, wir sind vereinfacht eine Gesellschaft der Raubtiere. Und du musst, das ist überlebenswichtig, dass du einen Instinkt dafür entwickelst, was die größeren Raubtiere und was die kleineren sind. Und wenn du vor einem wirklich großen Raubtier stehst, dann unterwirfst du dich. Danach kannst du immer noch schauen, wie es weitergeht. Aber du wirst es nicht provozieren wollen. Ansonsten wirst du nicht so alt wie wir. Es ist auch keine Schande, den Rückzug anzutreten. Fight or flight ist immer eine Option. Und ich nehme an, ich erkenne das einfach, wenn ich vor so einem Tier stehe. Instinkt, du lernst das. Wie Irina gerade gesagt hat. Der erste Instinkt, den du heute lernen wirst, ist Feuer. Sie muss den Rötschreck kennenlernen. Ja, das sehe ich ein. Aber erst jagen wir, damit du dafür bist. Ich habe den Fort. Perfekt. Wunderbar. Shotgun. Ja, das hat sie von Vincent schon gelernt. Was? Der sagt das auch immer, obwohl er keine hat. Ja, dann mache ich das nicht mehr. Das ist ja peinlich. Oh mein Gott. Der alte Knacker. Die wichtigen Personen sitzen immer noch hinten, richtig? Richtig. Wie damals. Ja, dann geht's noch kurz an Günni vorbei. Ich schnappe den Schlüssel. Wir steigen in den alten Fort. Und lassen uns von Lissy Richtung Bochum leiten. Genau, wir fahren jetzt gar nicht so lange wahrscheinlich. Ich bin mir nicht mehr ganz, ich war ewig nicht mehr, nicht in der alten Heimat, nicht mehr in, ich komme ja aus dem Ruhrpott Action, dann kenne ich den Namen überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob der Schuppen schon auf hat zu der Zeit, aber Matrix ist so Matrix, lange Zeit der Rock, Goff, Musik, Schuppen gewesen, den man dort besucht hat, mit verschiedenen Floors. Normal kann man sich Floors nicht leisten im Robot, deswegen war das schon was Besonderes. Und ich glaube, von Gelsenkirchen vielleicht eine halbe Stunde dahin. Das ist dann eher ein unscheinbares Gebäude, aber aus dem laut Musik ballern wird. Also wie gesagt, wir fahren langsam davor vorbei. Das ist tatsächlich in diesen Zeiten eine der Hauptjagdgründe. Und Bochum ist eine Domäne, zweifelsohne. Das bedeutet, es ist eventuell sogar möglich, dass wir auf andere treffen. Gibt es irgendwelche Orte, die keine Domäne sind? Wenige. Tatsächlich. Alles, was zivilisiert ist. Selbst die kleinen Scheißdörfer? Die gehören dann zu einer größeren Domäne, zu Speckgürtel. Das Problem ist, sobald Zivilisation sich breit gemacht hat, und das schon seit Jahrhunderten, haben wir uns rangezeckt, weil wir diejenigen sind, die diese Zivilisation leiten. Also ist diese Kamarilla quasi wie die Kreisverwaltung von Reda Wiedenbrück? Quasi. Quasi. Und eigentlich, wie bei einer Verwaltung vermutlich, gehört ein relativ großes Zeremoniell dazu, in einer Domäne zu gastieren. Ein Zeremoniell, das wir vermutlich nicht einhalten werden. Richtig. Was wir mit dir sowieso schon nicht eingehalten werden, weil du bist noch unser kleines, unsichtbares Mündel. Eigentlich müsste Irina hier vor den Prinzen von Gelsenkirchen kriechen und ihm gestehen, dass sie einen Maskeradebruch mit dir begangen haben. Wir alle. Denn mitgefangen, mitgehangen, wie du gesagt hast, mitgebissen, mitverschissen. Wir alle haben dich in die Nacht geführt. Und das ist verboten. Ohne das Zutun des höchsten Kronträgers. Habt ihr quasi nicht Passierschein 38 ausgefüllt? Sozusagen, ist schwer zu finden. Es ist in unserem Fall aber noch ein wenig komplizierter. Denn weißt du, Prinzen hassen unsere Art. Ja.
Mit Glück könnte beide oder den hier, ganzen Zirkus. Uns drei, mit Glück könnte Arnaud vorsprechen und wieder rauskommen, weil eventuell mächtigere von ihm für ihn bürgen. Wir haben keine einen Lobby Neugeborenen mit wegen Hochverrat? Ich glaube kaum. Für dich, nicht für sie. Aber okay, für mich wir wegen Hochverrat, nicht mehr vom Prinzen, glaube kaum. Wir könnten nicht mehr vom Prinzen sprechen, will ich damit sagen. Ja, tut mir leid, dass du diesen Clan abbekommen hast. Also bin ich quasi im Untod genauso wenig privilegiert, wie es vorher war. Außenseiter, ja. Gesellschaftlich. Personen und Krater. Exakt. Das kommt ein wenig darauf an, wie man das Ganze betrachtet. Ich glaube, die akkuratere... Stell dir einfach vor, es ist noch die 60er Jahre. Es gibt ja diesen Ost-West-Konflikt. Und wir sind Russen, die es irgendwie in die Vereinigten Staaten verschlagen hat. Das ist unsere Situation. Aber wir versuchen, unseren Akzent zurückzuhalten, damit die es nicht merken. Und wir als Gruppe zusammen kommen ganz gut über die Runden, trotzdem. Ja. Ich meine, niemand würde auch, also no hard feelings, niemand würde auch jemals nach Vampire bei einem verdammten Zirkus gucken. Das ist unsere Hoffnung und trotzdem hat man uns gefunden und jetzt sitzen wir hier. Die Welt ist groß, Domänen oft auch und die Kamarilla ist verwaltet und da gibt es immer Schlupflöcher, durch die man verschwinden kann. Wichtige Info im Chat, by the way. Die Matrix gab es noch nicht tatsächlich. Es hieß davor Rockpalast, aber ist trotzdem im Buch im langen Dreher. Wir sind quasi im richtigen Ort, aber es heißt noch anders. Kam Matrix erst nach dem Film? Dann wäre es 1999. Das kann durchaus sein, dass irgendwas danach kam, ja. Aber dann sind wir doch beim Rockpalast. Doch auch prima. Steigen geradeaus, einen Parkplatz schräg gefunden. Marius trägt einen Hoodie, den er jetzt auch drüber zieht und die Hände drin vergräbt. Wie habt ihr euch so angepasst an die Szenegänger? Lizzie hat sich nicht groß angepasst, weil sie bisher nie nach Hause gekommen ist in der Zeit und immer das gleiche Outfit trägt, nämlich schwarze Fischnetze, einen viel zu kurzen Rock, irgendein weißes, kaputtes T-Shirt und sieht aus, als hätte sie den Rockpalast niemals verlassen. Und Anno hat die Haare vermutlich mit so super altertümlicher Pomade nach hinten angeklebt und trägt sonst viel monochrom, schwarzes Hemd, eine etwas anders schwarze Weste drüber, eine schwarze, enger anliegende Stoffhose und Gürtel drauf. Solche passt wahrscheinlich wenn Gothic-Menschen ein- und ausgehen in dieses Etablissement. Ja, es war damals unter Rockpalast. Ja, und Irina trägt einfach einen knielangen, eng anliegenden Rock und hat dazu ein T-Shirt mit tiefem Ausschnitt und freien Schultern an. Einfach so ein bisschen auf, soweit sie sich davon China hat beraten lassen, auf Abendmode der Zeit ein bisschen getrimmt. Gut. Dein Hunger soll noch nicht so weit gediegen sein, aber wie gesagt, wir machen ja auch nur Übungen. Du erinnerst dich daran, beißen, saugen und wieder verschließen. Wie ging das Verschließen nochmal? Du leckst drüber. Du verschließt die Wunden, die du gebissen hast. Kinky. Ja, andere sagen Katzenwäsche, aber das, wie gesagt, es wird im besten Falle gefallen. Ich hoffe nicht, dass du mit schmerzhaften Biss. Denn auch das unterscheidet uns ein bisschen voneinander. Meine Wenigkeit zum Beispiel hat, ich bin Feinschmecker. Andere sagen pingelig, aber ich kann nicht jedes Blut. Ich vertrage nicht jedes Blut. Okay. Und dementsprechend muss ich erst meistens in ein kleines Gespräch gehen. Denn du wirst nicht glauben, wer sich heutzutage alles Künstler schimpft. Oh ja. Und solche Eigenarten müssen wir alle aber im Laufe der Nacht herausfinden. Das ist ganz gewöhnlich. Also ich kann nicht jeden x-beliebigen Dude beißen. Doch, das schon. Doch, aber schon. Wenn er vor Schmerzen schreit und nicht lustvoll aufsteht, dann musst du anders vorgehen.
Es ist unwahrscheinlich, dass das passiert, aber Ja. es kann sein. Die meisten werden es genießen und im Normalfall solltest du, da du von meinem Blut bist, auch keine Einschränkungen bei deiner Nahrungsaufnahme feststellen. Wenn das doch der Fall ist, du wirst es vielleicht schon festgestellt haben, aber ich für meinen Teil habe zum Beispiel ein paar Probleme damit, dass ich meine Reißzähne schwerlich kaschieren kann. Anders als die beiden Herren. Und dadurch ein wenig mehr auffalle, wenn ich keine Acht gebe. Ich glaube, in dem Schuppen Um. nicht wirklich. Wir das mal. In jedem Fall möchte ich nur darauf hinweisen, solche einmaligen Außergewöhnlichkeiten kann jeder von uns potenziell entwickeln oder eben auch nicht. Bei manchen ist es sogar am Clan gebunden. Vincent sollte zum Beispiel tunlichst vermeiden, in sogenannte Raserei zu verfallen, denn sonst wird er nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich mehr und mehr zum Tier. Aber nicht alle Dinge sind so defizitär. Ich habe beispielsweise über die Jahrzehnte festgestellt, dass Menschen glauben, mich zu kennen und irgendwie positiv eingestellt sind, wenn sie mein Gesicht sehen. Das hatte ich vorher nicht, glaube ich. Und das Ganze ohne Tattoos. Und das Ganze ohne Tattoos. Moment, hast du vorher einfach Leute dauernd überfallen, einfach oder wie? Nein, aber es ist schon auffällig. Wenn man vor allen Dingen die ersten Jahre das noch nicht gewohnt ist und ständig angesprochen wird, Mensch, ich kenne sie doch aus und dann diverse Orte, an denen ich noch nie war. Scheiße. Also ich resümiere nochmal. Ja. Am besten schnappe ich mir den selbstverliebtesten, gesund aussehendsten Typen, den ich finde, der nicht nach Drogen stinkt. Guter Plan. Denn alles, Aber was auf im lange Blut ist, Frist nimmst du auch mit gesehen, auf. muss ich einmal durch die ganze Bar, durch mir rauszufinden, ob ich irgendwas davon nicht mag. Bleib mal bei A. Auf lange Sicht vielleicht ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, meine Einschränkung ist eher selten, beziehungsweise auch an einen anderen Clan gebunden. Ich habe einfach Pech gehabt, beziehungsweise es war ein krudes Spiel meines Quasi wie Erzeugers. Heuschnupfen für Vampire. Ha. So habe ich es nicht gesehen, aber das macht das Ganze erträglicher. Dummerweise gibt es keine Antiallergika dagegen, aber ich komme über die Runden. 100 Und Jahre lang. in der Regel hast du die Wahl. Es ist gar nicht so sehr nötig, sich durchzuprobieren. Aber das mit den Drogen ist ein guter, wie gesagt, Vincent ist komplett ausgenockt, weil er an irgendjemanden gesuckelt hat, der schon voll und zu war. Und alles, was im Blut eines Fleischsacks ist, nimmst du mit auf. Und merke ich irgendwie, wenn ich zu viel, also klar, wenn ich satt bin wahrscheinlich, aber ich meinte jetzt eher im Sinne von, merke ich, ob ich gerade jemandem zu viel aussage, weil schon, keine Ahnung, hat sich schon dreimal auskotzt, 10 Tage nicht getrunken oder weiß ich. Das musst du lernen. Das Ja. musst du. Es kann sein, dass du gerade in deinen ersten Nächten aus Versehen töten wirst. Um das zu verhindern, sind wir bei dir, wenn du jagen gehst. Du merkst es nicht. Im Gegenteil, dieses berauschende Gefühl wird dich erstmal abhängig machen. Es wird dich selbst das normalste, mundänste Blut von Sterblichen wird dich erfüllen wie ein Festmahl. Und du wirst nicht aufhören können. Es gibt kein Sättigungsgefühl am Anfang. Instinkt, Beherrschung. Das ist das, was dich wieder Dann war es zurückbringt. vielleicht doch nicht die beste Idee, in die vollste Location der ganzen Stadt hier zu gehen. Genau das. Genau das. Das kalte Wasser, in das du geschubst wirst. Du wirst Außerdem ist der. vermutlich, du Red wirst du noch. vermutlich viel über deine Menschlichkeit lernen, wenn du die Bestie das erste Mal so richtig triffst. Und ganz abgesehen davon ist es so, dass du auf Festivitäten einen Vorteil hast. Menschen genießen es, gebissen zu werden, selbst wenn sie dabei sterben. Auf so einer Veranstaltung nehme ich an, ist es nicht schwierig, jemanden zu finden, den du verführen kannst und bei dem es, selbst wenn er stirbt, zunächst einmal erstmal so aussieht und wirkt nach außen hin, als wärt ihr bloß sehr leidenschaftlich miteinander zugange. Ein ewiger Knutschfleck. Dann sind ehrlich gesagt die besten Ziele Drogendealer. Die nehmen ihre Drogen nicht. Keiner wundert sich, wenn sie einfach umfallen. Oh, tatsächlich gibt es einige Sterbliche, die vielleicht nicht sich bewusst sind, was wir sind, aber süchtig nach dem Biss sind. Oder ihr Blut freiwillig geben. Aber dann wäre das doch ein, wie heißt es, Maskenbruch?
Blutpüppchen sind nicht unbedingt Masken brauchen. Man muss vorsichtig sein. Wir müssen immer vorsichtig sein. Also denken die einfach, man ist Vampir-Cosplay oder was? Man hat einen Kink, ja, natürlich. Ja. Und wie gesagt, für sie ist es im besten Falle fantastisch und sie wollen danach mehr. Im Normalfall, würde ich sagen. Ja. Es gibt mächtige Vampire, die sich Herden halten. So absurd das klingt. Aber im Endeffekt ist ein großer Teil unseres Zirkus nichts anderes als eine Herde. Ja, das ist richtig. Gut, jetzt haben wir lang genug davor gestanden. Ist da eine Schlange? Ah, okay, wir versuchen reinzukommen. Hoffentlich will niemand unseren Ausweis kontrollieren. Dafür bin ich da. Von drinnen tönt wahrscheinlich gerade irgendwie von Rob Zombie Dracula raus, während irgendwelche Schalke-Fans im Trikot rausgeprügelt werden, betrunken. Ja, wir nähern uns in der Linie in Wartenden. Und tatsächlich sind da Bouncer draußen, aber du siehst, wie Marius ihm kurz in die Augen schaut und den Jedi-Trick anwendet. Das sind nicht die Vampire, die ihr sucht. Nein, die Ausweise werden nicht gebraucht und wir stehen auf der Liste und der Bouncer hackt irgendwelche Namen ab und winkt uns rein. Und hinter uns kommen Leute nicht mehr rein, weil ihre Namen genau, abgehakt sind. Genau, mhm. Ja. Komplimentiert noch und ist unglaublich freundlich, dass nicht mal Eintritt bezahlt werden muss. Wir müssen lernen, also, unsere Kräfte und Aktivität zu nutzen. Und für sich alleinstehend ist es eine ziemlich endgültige, tödliche Welt da draußen. Deshalb, kannst du ein bisschen lauter reden? Ich kann einfach nichts verstehen. Deshalb klüngeln wir uns zusammen in Gruppen, um uns gegenseitig zu erklären. Okay, vielleicht erklären wir das später. Du hast recht, das ist wirklich sehr laut. Ja, ist doch geil. Bin in den Schatten. Ja, dann würde ich sagen, auf meine Kleine, geh auf die Jagd. Wir haben dich schon im Blick. Sie steht da wirklich erst so ein bisschen lost, weil sie schon eine interessante Perspektive ist. Was man jetzt wahrscheinlich von ihrer Starkheit gleich gewohnt ist, dass sie jetzt, anstatt zu feiern, in einem Schuppen steht, um sich irgendwen zu krallen, den sie das Blut aussaugt. Wird da kurz rausgerissen, weil von einer der Bars ihr jemand zuwinkt. Eine der Barkeeperin, die sie wohl kennt. Sie winkt so ein bisschen nicht wirklich anwesend zurück. Beugt sich nochmal zu Irina, falls ihr in Nähe ist. Was mache ich denn mit Leuten, die mich eigentlich schon kennen? Den gehst du aus dem Weg. Im schlimmsten Fall kriegst du sonst ein echtes Maskeradeproblem, weil die Öffentlichkeit dich für tot erklärt und die dich trotzdem erkennen. Also noch eins. Also sollten wir nicht lange hier bleiben eigentlich. Mhm. Auch die Umgebung an sich ist nicht das Angenehmste. Auch wenn du öfters in solche Clubs gegangen bist, merkst du, wie sensibel plötzlich der Geruch dich ist. Schweiß, überlagernde Deos, seltsame Gerüche und diese blinkenden Lichter. Zu lange reingeschaut, Schmerzen dir in den Augen, Stroboskoplicht, aber auch die Strahler, die einmal über die Menge fahren. Du musst weggucken. Lizzie guckt erstmal volle Kanne rein in den nächsten Strahler. Ah, fuck. Egal was du tust, konzentrier dich nicht auf dein Gehör. Du hast uns schon demonstriert, dass du gut sehen kannst. Wenn du diese Fähigkeit auf dein Gehör anwenden solltest, hast du an diesem Ort ein Problem. Weil ich dann zu viel höre? Weil dein Trommelfell aus deinem Kopf gehämmert wird, das ergibt dem Gefühl nach. Die Vibration, die du spürst in deinen Füßen und an deinem Körper, stell die dir mal 1000 vor in deinem Ohr. Fuck. Konzentrier dich. Nützliche Fähigkeit, aber nicht hier. Auf die Jagd, auf das. Gut, dass ich eh nicht weiß, wie das funktioniert hat. Das war eher Zufall. Dann versuche ich das nicht. Ich gehe auf Industrial Floor. Das ist 2 über uns. Gut. Wer von euch geht mit? Ich werde auf jeden Fall mitgehen. Hm. Gut, ich schaue mich mal um, in welchem Jagdgebiet wir sind. Und dann tritt tatsächlich zurück
da, wo kein Licht hinscheint, und ich verschwinde in den Schatten. Was macht Dano? Ich werde mich irgendwo in eine möglichst dunkle Menge verziehen. Das ist nicht schwer hier. Ja. Eben, und mal gucken, ob hier auch andere Menschen, die sich wissen zu kleiden, anwesend sind oder nur Leute, die so aussehen wie du. Also die Sache ist, wir wissen es nicht genau, das müssten wir aus dem Chat quasi ExpertInnenwissen einholen, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gab auch damals schon mehrere Floors, es gibt bestimmt einen, wo du sowas wie Alternative Rock findest, die tragen zumindest ab und zu mal Hemden in kariert oder so, aber ich glaube, das ist die höchste High Fashion, die du findest. Ja, EWM oder Darkwave Floor wäre jetzt besser, aber man nimmt, was man kriegen kann, ne? Ja. Auf den dreckigsten Floor gehen auf jeden Fall Irina und Lizzie, auch mit der lautesten Musik, das metallische Geschratzel, das könnte jetzt Irina bekannt vorkommen, das hat sie bereits vor wenigen Stunden aus dem Wagen von Lizzie gehört. Sie wollte sich auch kurz zu Irina, ich muss zugeben, ich liebe diese Mucke eigentlich sehr, aber sie ist echt verdammt laut. Ich kann deine Begeisterung nicht nachvollziehen, aber das muss ich auch nicht. Ich? Okay, und dann geht sie zur erstbesten Bar, um sich dort anzulehnen. Bestellt sie auch tatsächlich ein Getränk. Ganz normalen Wodka Lemon, den sie dann kurz auch in der Hand hält und zu den Lippen führt. Dann stockt es bei ihr kurz und sie stellt ihn wieder neben sich. Und dann wartet sie tatsächlich einmal, weil erfahrungsgemäß dauert es meist nicht so lange, an so einem Ort angesprochen zu werden einfach. Du hörst sie erst, bevor du sie siehst. Und zwar, als der dumpfe Bass in rhythmisches Herzklopfen übergeht. Du hörst, wie das Vitae durch die kurzhaarige Frau, blonder Pixie-Schnitt, auf dich zukommt. Und für einen kurzen Moment schaltet sich sowohl die Gerüche, die dich eben noch gestört haben, als auch die Lichter aus. Und du glaubst, und das ist vielleicht auch absoluter Quatsch, weil du mit den ganzen Eindrücken neu hast, dass du ganz kurz ein System an Blutgefäßen an ihrem Hals durch die Haut zu sehen scheinst, als wäre sie ganz dünnhäutig. Und dann spricht dich Kim, wie sie sich vorstellt, an. Und bestellt zwei Drinks und das Pochen des Herzens, dumm, dumm, das Pumpen der Aorta wird lauter. Die Begrüßung ist mehr so ein Hey. 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 Ich sehe dich hier zum ersten Mal. Kommst du aus Bochum? Ich komme aus Castrop-Rauxel. Hat ein bisschen gedauert bis hierhin. Coole Klamotten. Du auch, geiler Haarschnitt. Oh, danke. Fand meine Ex nicht so. Aber hey, ich bin Kim. Hi Kim, ich bin Lizzie. Und normalerweise hätte ich dir einen Drink ausgegeben, aber danke. Erster. Dann nimmt sie auch kurz das ein Getränk und stößt mit dir an. Ja. Führt es auch zu den Lippen und bisschen kommt an die Lippen. Ist das auch schon oder? Okay, dann kommt es an die Lippen und dann stellt es wieder ab. Deine Ex war anscheinend ganz schön dämlich. Ja, aber ich bin gar nicht da, um über sie zu reden. Reden wir über dich. Was machst du so? Ach, ich bin gerade im Begriff, von meinen Eltern rausgekickt zu werden, weil ich nicht das... Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Solltest du nicht auch irgendwas studieren? Irgendwelche Proletariereltern, die unbedingt wollen, dass wir irgendwas erreichen? Ich bin im dritten Versuch meines Studiums. aber ich versuche noch so lange wie möglich bei denen zu bleiben, denn Daddy is rich. Ganz ehrlich, ich nutze ihn einfach nur aus. Er weiß auch nicht, dass ich hier bin. Aber seitdem habe ich schon. Aber er zahlt dafür, oder? Eben, solange ich sozusagen immatrikuliert bin, zahlt er. Und bis ich weiß, was ich will, nutze ich das. Ich meine, mit dem Aussehen kannst du immer easy Frontfrau irgendeiner geilen Band werden.
Wenn ich jetzt singen könnte, wäre das richtig geil. Aber ja, ja, warum nicht? Das würde ihn richtig anarschen. Das heißt, du hast keinen Ort, wo du heute crashen kannst? Guckt wieder sehr suspicious auf ihren Hals. Als würdest du da irgendwas erkennen. So. Nee, noch nicht. Okay. Kastrop ist ganz schön weit weg. Ja, ja, ich bin auch nicht direkt aus Bochum, aber die Bude von meinen Eltern, und ich rede jetzt hier von Villengröße mit einem scheiß Poolhaus. Das Poolhaus ist frei. Da können wir uns reinschleichen. Also morgen früh, weil ich habe vor, noch ein bisschen hier zu bleiben. Ja, klar. Ich würde generell vorschlagen, jetzt nicht. Also, ich meine, was studierst du? Oder wollen wir einfach direkt zur Sache kommen, einfach ein bisschen tanzen? Ey, es ist super langweilig, dir jetzt was über Archäologie zu erzählen. Komm, wir tanzen. Ja, Tote jucken mich wirklich echt nicht, muss ich zugeben. Mich auch nicht. Aber es hatte keine NC. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, woran das liegt, mit dem keine NC. Ja, und dann gehst du mit Tim, mit Kim in die Masse an Leuten ein. In die Masse an Leuten. Und Irina sieht, wie ihr Zögling mit einem Opfer nach einem kleinen Talk in tanzende Leiber verschwindet. Ja, und irgendwie fällt es Lizzie erstaunlich schwer, mit dem Fluss der Musik zu gehen und einfach ihre antrainierten Dance-Moves aus 3 Semestern nicht wirklich studieren, umzusetzen. Weil sie immer wieder auf diesen Hals starrt und auch in ihre Augen ab und zu. Es ist schon hart, aber der Hals ist besonders interessant und fast schon, als wäre das eher ein ganz schlechter Versuch von irgendwelchen Dudes, kommt sie beim Tanzen auch immer und immer näher. Kim wehrt sich nicht, im Gegenteil. Es ist auch völlig egal, was die Umgebung macht. Die beachtet euch auch nicht. Was natürlich ganz entgegenkommt ist. Irina, du hast einen kompletten Überblick. Verlierst sie auch nicht aus demselben, denn anscheinend lässt sich Zeit. Vielleicht genießt sie die erste Jagd, vielleicht hat sie Hemmungen, das ist gerade schwer zu sehen. Aber zumindest jetzt ist sie an einem Punkt, jetzt zuzubeißen, mitten auf der Tanzfläche, ist auffälliger als in irgendeiner Alkove an der Seite oder an der Bar zu knutschen etc. Denn hier bewegt sich alles gerade. DJ wechselt fließend. Irina wird versuchen, so ein bisschen näher an diese Szenerie halt auch ranzukommen, um im Zweifelsfall eingreifen zu können. Ja, also bisher sind die beiden noch nur am Tanzen. Genau. Aber sie wird auf jeden Fall versuchen, also immer hinter Lizzie zu bleiben, dass sie nicht ins Blickfeld ihrer Tochter kommt, aber halt zu wissen, dass sie nah genug dran ist, um im Zweifelsfall eingreifen zu können. Es vergehen bestimmt so 2, 3 Tracks, deren Namen wir alle hier niemals kennen würden, die aber ordentlich schrotzeln und ballern und vielleicht auch Lord of the Weed einer von vorkam. Höchstwahrscheinlich später dann irgendwann mal. Ja, später. Und dann beugt sich Lizzie zu Kim vor, aber tatsächlich nicht auf Höhe des Halses, sondern auf Höhe ihres Ohres und flüstert ins Ohr. Wollen wir nicht lieber ein bisschen rumknutschen, Ecke? Ich weiß, radikales Konzept, Leute nach Erlaubnis fragen. Das habe ich in einem Seminar gelernt. Krass, da studiere ich 3 Semester und lerne sowas nicht. Und sie zieht dich mit aus den Leuten, die irgendwie an der Seite ausweichen, euch einen Weg machen. Und tatsächlich, irgendwann hat sie die Wand im Rücken. Und dann knallt die rechte Hand von Lizzie über ihre Schulter, um sie dort quasi einzulocken. Weil sie auch dann gerappter Stuhlstiefel im Park bestimmt einen Kopf größer ist als Kim. Wenn nicht wegen der Haare, von denen Kim nicht mehr so viel auf dem Kopf hat. Und fängt dann erstmal an, wirklich ganz normal mit ihr zu knutschen, während ihre rechte Hand dann quasi von der Wand langsam runtergleitet, auf Kims Schulter runter, dann am Hals ein bisschen rumspielt und immer direkt wieder geht auch den ihr Hals, den Nacken an die Wand. Der Blick geht beim Küssen auch tatsächlich nicht in Kims Augen, sondern immer wieder quasi an der eigenen Wange
vorbei runter zum Hals. Pillen werden ein bisschen kleiner, die Augen werden gefühlt größer. Und dann passend zum Beat von Herzen Industrial gräbt sie ihre Fangzähne dann in ihren Hals. Der Biss, das Vitae, der Geschmack überkommt. Kein Tropfen darf daneben gehen. Wer ist die Kleine? Irina, hörst du neben dir? Ha? In dir steht ein ungefähr 1,90 großer, schlanker Mann mit so einem Bart, in dem irgendwelche Muster reingerasiert sind. Die Haare dunkelbraun und kurz. Eine recht großgestellige Brille in Silber auf der Nase. Und völlig fehl am Platz hier in einem anthrazitfarbenen Anzug und darunter ein schwarzes Hemd. Ihr seid zusammen hier reingekommen. Wer ist sie? Studienkollegin. Studienkollegin. Und du bist? Mir gehört der Laden hier. Dann freut es mich natürlich besonders, dich kennenzulernen. Und du bist, sagt die Studienkollegin. Ich bin Denise. Roman. Freut mich. Sie schaut nochmal zu den anderen beiden rüber, so aus dem Augenwinkel. Sieht das aus, das kann der Mensch noch? Dem Mensch Kim geht's gerade super gut. Er krallt sich in die Haare von Lizzie. Wird doch komplett gegen die Wand gedrückt einfach. Sie hat also anscheinend noch Kraft und Fähigkeit, ihre eigene Bewegung zu machen. Sie hängt noch nicht da. Aber du siehst, Lizzie trinkt. Das ist quasi Ex oder Schalker. Nur, dass das kein Bier ist. Roman schaut. Quatschst du häufiger Gäste an, Roman? Nur Gäste, die mir auffallen. Ah, die weißen Haare nehme ich an. Ja, die weißen Haare. Und eine umwerfende Präsenz. Ich nehme an, Flirten gehört zu deinem Job. Nein, tatsächlich passe ich hauptsächlich auf meine Gäste hier auf. Er schaut wieder zu dem Geknutsche an der Ecke. Zumindest, wer hierher kommt und von ihnen trinkt. Ich verstehe. Du siehst, wie er mit seiner linken Hand an einem Ring dreht, der an seiner rechten ist. Zeigefinger. Verstehst du, Denise? Ich verstehe absolut, aber keine Sorge, es passiert nichts. Mach die Übung. Ja, sie kommt nicht viel raus, deswegen geht sie auch nicht alleine. Und wo kommt ihr? Ich habe euch noch nie gesehen. In Bochum? Wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Aber ich glaube, sie schaut noch mal rüber. Wenn du willst, dass deinen Gästen nichts passiert, dann sollten wir langsam, oder? Ich bleibe hier und beobachte. Ich vertraue dir da, Denise. Dann richtet sich seine Brille, lehnt sich an die Bar zurück, tappt zweimal. Dann kommt sich ein Getränk. Los, geht ja, zu ihr. Irina geht rüber. Legt von hinten den einen Arm über die Brust von Lizzie und greift mit der anderen von unten an den Kiefer, sodass sie quasi die Mundsperre machen kann. Ja. Und holt sich so langsam zurück. Das reicht, Liebes. Ist in Ordnung. Und du siehst instant, wie Kim zurück an die Wand
sich lehnt und langsam daran herunterrutscht. Was? Nein. Fang sie auf und mach das. Fang sie auf und mach das zu. Fang sie auf und mach das zu. Dann lass mich los. Dann, Es ist unglaublich schwer, nur mit der Zunge über diese zwei kleinen Löchlein und nicht einfach nochmal zwei kleine Löchlein. Eine unglaubliche Überwindung. Was ist es, was Lissy momentan dafür sorgen lässt, dass sie selbst beherrscht ist, dass sie menschlich handelt? Es ist gerade vor allem einfach Angst. Weil wenn sie das jetzt nicht auf die Kette kriegt, dann geht das Ding böse. Also sie fängt Kim quasi noch, bevor sie komplett mit dem Arsch auf den Boden runterrutscht. Und hält sie unter den Achseln an der Wand hoch. Das ist weiter aus, als würden sie noch ein bisschen rummachen und einfach nur es vertiefen. Und da geht dann mit der Zunge sehr, 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 sehr langsam über den Hals. Was von Ausfeld aussieht, wie Leidenschaft aussehen könnte, ist in Lizzys Kopf eher ein Kann ich nochmal? Will ich nochmal? Nein. Ein letzter Geschmack. Und du hörst dieses Du-du-dum. Und für einen ganz kurzen Moment glaubst du, es ist dein Herzschlag, was nicht sein kann. Es ist ihres. Aber für einen Moment spürst du, wie ihr Lebenssaft, das Vitae, durch dich fließt. Und die Lichter kurz heller, die Musik kurz lauter und dann wieder dumpf, deine Sinne überladen komplett. Du spürst, wie sie hinter dir steht, Irena. Für den Notfall. Und in deinem Kopf spielen sich alle möglichen Szenarien ab. Wenn du jetzt zubeißt, hast du einen Flock im Rücken oder irgendetwas Schlimmes passiert. Und dann merkst du, wie der Hals von Kim... Ich hab sogar einfach jemanden getötet, der es gar nicht verdient hat. Der Hals von Kim tatsächlich... keinerlei Bissspuren und nicht mal den kleinen Rand von Blut aufweist, sondern sie einfach nur ein bisschen zu viel getrunken zu haben scheint. Denn sie lallt, sie nuschelt irgendwas, sie atmet, schnauft aus, sie ist da, sie lebt. Lizzy guckt sie sehr, sehr lange an. Immer wieder rutscht der Blick dabei zum Hals runter. Da zieht sie langsam an der Wand wieder hoch, was ihr erstaunlich leicht fällt. Nicht nur, weil Kim sehr leicht ist, sondern weil Kim vor allem nur ein Mensch ist. Da legt ihr die eine Hand unter die Achsel, um sie oben zu halten, die linke Hand unter das Kinn und streckt ihm so über: Hey, alles okay? Hey. Ich glaube, ich muss die Luft irgendwas... Lissy, ich glaube, ich muss... Ich weiß nicht. Lass sie uns zusammen rausbringen, komm. Und Irena geht auf die andere Seite. Wir sollten ihr ein Taxi rufen. Ja. Irena geht auf die andere Seite der Frau, dass sie halt die Arme von Kim einen Lissy über die Schultern, einen sich über die Schulter legen kann, damit es halt nicht aussieht, als wären sie unverhältnismäßig stark. Ja, und genau wie ihr jemanden, der zu viel getrunken hat oder die falschen Sachen inhaliert hat, stützt ihr sie tatsächlich die Treppe runter. Irena, du siehst, wie Roman am Rand der Bar steht, dich kurz anschaut, die Brille wieder richtet und sein Glas in deine Richtung hebt, den Ring mit dem Daumen drehend und sich dann in einer Bewegung umdreht und in die Menge verschwindet. Lizzy sieht tatsächlich kein Stück besorgt aus die ganze Zeit, sondern guckt immer nur wieder über die Gesichter der Leute, an denen sie vorbeilaufen, immer wieder auf den Hals und leckt sich die Lippen in die Zähne so. Das war jetzt sicherlich ganz, ganz fantastisch, aber komm wieder in der Realität an. Du musst schauen, ob wir Anno oder Marius auf dem Weg nach draußen sehen. Wir sind aufgeflogen. Was? Was? Wo? Was? Habe ich so schlecht gemacht? Nein, das ist es nicht. Nicht in Panik verfallen, aber guck, ob du die anderen siehst, wenn wir nach draußen gehen. Also Anno wird irgendwann... Dann müssen wir die Floss für rein. Sichtlich angeekelt von einer Toilette kommen. das heißt, da wird es relativ einfach sein, ihn zu finden. Er sticht auch ein bisschen raus unter sonst fast ausschließlich Rock- und Metal-Fans. Hinter ihm taumelt dann irgendwann jemand mit so einem Holzfällerhemd und einer Jeans, der vermutlich so ein Porcupine-Tree-T-Shirt. Von weniger angeekelt von dieser Toilette. Wer nennt seine Combo Godspeed You Black Emperor mit einem Ausrufezeichen in der Mitte? Das kommt mir sehr lange vor. Andere Zeiten, andere Sitten. Wir haben gerade andere Probleme. Jemand hat uns erkannt als das, was wir sind. Der Clubbesitzer ist einer aus. Oh,
der nächtlichen Gesellschaft. Wir müssen hier weg. Fuck, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ergibt total Sinn. Natürlich gehört so ein Club irgendwem. Also suchen wir uns die dunkelste Ecke, um Marius zu finden, oder hoffen, er findet uns? Wir bringen dieses Mädchen raus. Kannst du die dunkelste Ecke aufreißen, ihn finden und wir treffen uns bei den Taxis? Ich suche die dunkelste Ecke. Bis gleich. Aus der dunkelsten Ecke stolpert ein junger Mann heraus, der sich noch den Hals reibt und umschaut und dann wieder auf die Tanzfläche taumelt. Und hinter ihm erscheint dann das grinsende Schädelgesicht von Marius. Ich lehne mich daneben an der Wand. Mhm. Wir sind aufgeflogen. Aufgeflogen? Mhm. Irina ist schon draußen. Ah, gut. Ja, ich habe zwei entdecken können hier unten, aber sie mich nicht. Bei mir war alles ruhig, aber es war auch nicht sehr viel los. War zu befürchten, aber gut, aufgeflogen und sie sind draußen, ist ja noch. Dann wechseln wir den Ort einfach. Was würdest du sagen? Direkt eine Rötschreck-Test oder die Höhen mit den Tiefen? Sie hat jetzt die Höhen erlebt und jetzt wünsche ich mir Vincent. Ich weiß nicht, wie ich sie in Raserei festhalten sollte. Wir schaffen das schon, aber lass uns das draußen besprechen. Ja. Walk and talk. So. Ja, durch die Leute hindurch. Ich sehe so aus, als hätte ich Bücher lieber, aber es wird schon gehen. Gut. Ja, am Ausgang sieht man die zwei bereits Kim in ein wartendes Taxi reinstellen und sie nuschelt irgendwie die Adresse ihrer Eltern und schaut nochmal zu Lissy. Klar, ich komme vorbei. Gut, ja, weißt du, das ist klar. Oh, was war das? Sagt sie, wird los. Das Schlimmste ist die Leere, oder? Der Weg dazwischen, zwischen den beiden Löchern. Was? Aber lass uns das nicht hier besprechen. Wie geht's so dir? So zum Fort. Ja. Wie geht's? Keine Ahnung, ich glaube, mir ging's noch nie besser. Gut. Setz dich gleich auf den Beifahrersitz, du kannst ihm alles auf der Heimfahrt erklären, aber hier bleiben wir nicht. Wurdest du direkt angesprochen, Irina? Ja, tatsächlich. Von einem Roman, dem ich als Denise versucht habe klarzumachen, dass ich nur eine verantwortungsvolle Freundin bin von jemandem, der so wenig selbst jagen geht. Vielleicht sollten wir mit einem Taxi abfahren, bevor wir ein Nummernkennzeichen sehen. Könni wird mich fällen, wenn ich dein Fort nicht zurückbringe. Ja, wir können ja danach noch irgendwann holen, oder nicht? Wir können das Fahrzeug wechseln. Ja, das ist richtig. Oh Mann. Vermutung? Also ich habe zwei gesehen, allerdings würde ich sagen Dünnblüte und nicht irgendwie Teil des Clubs oder sowas. Das Problem ist jetzt, dass wir jetzt deren Regeln verletzt haben. Das kommt drauf an, wer sie sind. Richtig, das kommt ganz drauf an. Deshalb frage ich, hast du eine Vermutung? Und dann im Ring rumgespielt, er hat gesagt, der ganze Club gehört ihm. Oh. Hm. Ja. Hm. Also mit etwas Glück ist es einfach nur irgendein Anarch, der sich sehr wichtig macht. Mit etwas Pech hat er jetzt einen Sheriff angerufen. Ja, das kannst du. Was? Ein Sheriff? Ja. Du erinnerst dich, Camarilla, diese Monarchie-Sache. Mhm. Es gibt einige Pesttitel, weil Titel machen was her. Sowohl in der sterblichen als auch in der unsterblichen Welt sind Titel unglaublich wichtig. Und manche Titel klingen wie aus dem wilden Westen im 18., 19. Jahrhundert. Und manche Titel klingen wie aus der griechischen Mythologie. Hm. Es gibt Harpien. Und Sheriff ist das Arsch, das uns jagen würde, wenn wir jetzt gerade Scheiß gebaut haben. Richtig. Wir werden jetzt diese Domäne verlassen und erstmal wieder zurück nach Hause. Auch wenn wir da ebenfalls mit dem Sheriff schon zugegen sind. Egal. Aber das muss nicht schlecht sein. Sehr eindrucksvoll gezeigt hat, was er mit Leuten wie uns tut, wenn wir nochmal auffallen. Richtig. Also sind wir fertig mit Jagen? Nun, ich denke, du bist satt, oder? Ja, aber deswegen waren wir ja nicht jagen. Wäre nicht wirklich hungrig. Wie hat sie sich denn so gemacht? Fragt er in den Rückspiegel nach Irina.
wirkte ehrlich gesagt recht solide. Sie hat sich ansprechen lassen, hat das Ganze Richtung Romanze forciert, hat sich für meinen Geschmack etwas zu viel Zeit auf der Tanzfläche gelassen, aber es war das erste Mal, also. Und sie hat sie nicht getötet, das darf man wohl hervorheben. Großartig. Das könnte dann eventuell auch, ich meine, wenn Roman gesehen hat, wie es abgelaufen ist, dann hat er vielleicht auch keinen großen Grund, das jetzt irgendwie zu melden. Zeit lassen ist, was das Genießen angeht, sicherlich nicht verkehrt. Aber es werden die Zeiten kommen, in denen du unter Druck trinken musst, unter Panik eventuell. Aber das kann dich ja auch passieren gegen die meisten Menschen, oder nicht? Ja, das sind Situationen, die wir nicht simulieren können. Es ist durchaus für auch dein weiteres Wohlbefinden und deinen Spaß, wenn du es so formulieren willst, hilfreich, die Bestie von dem Menschen zu trennen, die beide in dir wohnen. Auch dafür sind zum Beispiel Menschen sehr praktisch, weil sie sich daran erinnern, was du mal warst. Jetzt, wo du Bestie sagst. Das war echt ein bisschen zu krass. Also wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, wenn Iria nichts gemacht hätte, hätte ich einfach weitergemacht. Ja. Sie ist sehr überzeugend. Sehr eloquent, wenn man so sagen möchte. In manchen Situationen. Deswegen sage ich, zumindest für mich am Anfang war das Schlimmste beim Verschließen der Wunde der Weg zwischen den beiden Einstichen. Weil man sich's noch einmal überlegen kann oder muss. Ich hätte bestimmt noch ein paar Mal zugebissen. Ich hatte damals keine Irina hinter mir. Was bei dir passiert? Ich musste lernen, mich zu beherrschen. Das hat 15, 18 Jagden gedauert. Fuck. Ja. Es hat aber durchaus Vorteile, in einer sehr rigiden Struktur, sagen wir, groß zu werden. Also ich meine, ich habe kein Opfer mit irgendwelchen, kein Problem mit irgendwelchen Opfern bei heidnischen Ritualen, aber ich würde jetzt schon ungern irgendwie. Die war halt schon süß. Ich würde ungern jemanden töten, der es nicht verdient hat. Das 18 Jagden? Irgendwann. Schließlich bist du gestorben. Oder würdest du sagen, du hattest es verdient? Und im Nachhinein. Ja, bin ich wirklich gestorben? Ja. Haben es deine Freunde verdient, die mit dir unterwegs waren? Wer verdient den Tod? Und wer entscheidet das? Wir haben eine Lagerhalle voller seltsamer Hippie-Kultisten getötet. Haben die es verdient? Warum habt ihr die getötet? Weil ich gesehen haben? Weil sie angestachelt wurden, weil du dich selbst verteidigt hast, weil wir uns selbst verteidigt haben. Ja, aber es ist ja was anderes. Ich hätte ja einfach gekillt, nur weil ich nicht aufhören konnte. Die Sache ist, für die Bestie in dir ist das nichts anderes. Mein Erschaffer hat mich sogar sehr dazu motiviert, einfach zu töten. Zu nehmen, was mir zusteht, in dem Fall das Blut, denn in unserem Clan hat man ein sehr distanziertes Verhältnis zu den meisten Menschen. Weil alle nur Lehm sind? Sie sind unser Ton und es ist inhärenter Bestandteil unseres Selbstverständnisses, dass wenn der Vampir der Hirte der Menschen ist, dann ist es ein natürlicher Ablauf, dass wir sie eben auch auslesen und die Schlachten, die wir brauchen, um zu überleben. Nicht töten aus Grausamkeit, aber wir nehmen eben die Wolle, die wir brauchen, in dem Fall eben ihr Fleisch und das Blut, das sie vergießen können, um uns zu laben. Diese Perspektive wurde mir anerzogen, mit sehr brachialen Mitteln. Und ich kann dir darüber aus eigener Erfahrung sagen, dass es für die Bestien dir gleichgültig ist, ob du sie in einer Gefahrensituation oder aus reiner Grausamkeit fütterst. Sie wird wachsen. Es ist im Grunde wie bei Tieren,
Interessanterweise, gut, bei Vincent vermutlich weniger interessanterweise, aber bei uns interessanterweise. Auch die Bestie wird immer mal wieder versuchen, wer die Oberhand behält, und du wirst dich beweisen müssen, dass du es bist und nicht sie. Dafür gibt es ein paar sehr unangenehme Rituale, die aber vermutlich eher für die meinen interessant sind. Der Fort hält an. Ich hätte gerade echt gerne mein Bullet Journal. Bei mir sind gerade mehr als 1000 Gedanken, die durch die Gegend fliegen. Weil ich hasse Systeme. Ich hasse Hierarchien. Dann wiederum bin ich jetzt Teil einer Hierarchie, in der ich ziemlich weit oben stehe. Oder ziemlich weit unten. Das kommt auf deine Perspektive an. Richtig. Es gibt zwei Hierarchien sozusagen. In der einen bist du das Raubtier, in der anderen bist du momentan die Beute. Und dadurch, dass du Teil unserer kleinen Zirkustruppe bist, haben wir dich zumindest aus einer Hierarchie so gut es geht rausgehalten. Die der Camarilla. Exakt. Oh, die klingen auch einfach furchtbar. Exakt. Denn sind die genauso bürokratisch? Nein, aber ritualistisch und wie gesagt, 15 bis 20, 18 Jagden. Mein Erzeuger hat mich auch nicht zurückgehalten, Leute zu töten. Weißt du, wenn die Camarilla eine absolutistische Monarchie ist auf vielerlei Ebenen, dann ist der Sabbat eher so die katholische Kirche. Da gibt es eben keine Fürsten, da gibt es keine Sheriff oder ich glaube, manche Ahnen nennen sie auch Vögt oder so etwas. Ja. Aber da gibt es Priester und Bischöfe. Oh, mir auf. Und all diese nervigen Klerus, den kein Schwein braucht. Hey, so ein Klerus kann ganz praktisch sein, je nachdem, wie man ihn benutzt. Ja, wenn du ganz oben stehst vielleicht. Mein Clan ist voll damit. Und Fakt ist, dass im Sabbat die Situation eben diejenige ist, dass du viel weniger an bürokratische Formalitäten gebunden bist, aber dafür wird eben erwartet, dass du ständig an irgendwelchen religiösen Riten partizipierst. Die Lehren von Kain, da kann ich ja noch mitgehen, dass die interessant sind und dass da jeder etwas Spannendes für sich herausziehen kann. Dinge, die einen wirklich weiterbringen. Aber das Konstrukt darum herum, naja, sagen wir, der Sabbat nimmt das mit dem Sektenbegriff ernster als die Camarilla. Wir geben hier gar nichts auf irgendwelche Rituale und Wissen darum, weil ich, also, ehrlich gesagt, ich bin schon dafür interessiert. Große Stücke, ja. Auf viele Rituale Arno und Wissen ist, über Dinge. Wie gesagt, ne, die Magie, wir erinnern uns. Und das ist jetzt ein bisschen seltsam, weil tatsächlich war ich nie zu Lebzeiten der religiöse Typ. Er schaut wieder in den Spiegel. Er ist übrigens nicht im Spiegel zu sehen. Er schaut nur zurück, um euch zu sehen. Aber tatsächlich, und das ist verrückt, dieses riesige, sehr gehypte Märchenbuch namens Bibel umfasst Teile, die uns betreffen. Stichwort Kain, den Irina gerade genannt hat. Kain Abel, ein Begriff? Ja, stimmt, Religionsunterricht. Ja, Brudermord, bla bla. Exakt. Dieser Brudermord ist mit der Grund, warum wir hier sitzen. Oh, das Ganze ist nicht wirklich ein Fluch von fucking Gott. Das nun auch wieder nicht, aber Kain ist im Glauben der Kainiten der Erste. So, in diesem berühmten Buch Nod, das ist so etwas wie die Sabbatbibel. Ja. Gibt es diesen Schöpfungsmythos, weil eigentlich niemand wirklich weiß, wo wir in letzter Konsequenz herkommen, dass Kain eben seinen eigenen Bruder erschlug, weil er Gott das bestmögliche Opfer bringen wollte, eben sein eigenes Fleisch und Blut. Und Gott so dermaßen erbost über diesen ersten Mord war, dass er ihn eben aus seiner Gunst ausschloss und sukzessive einen Engel nach dem anderen zu Kain schickte, die ihm Angebote machten. Angebote, seinen Stolz zu überkommen und wieder auf Gottes Gnade zurückzugreifen. Und Kain soll jedem von ihnen immer dasselbe geantwortet haben. Den einen Satz, den ich dir mitgeben würde, der vielleicht wirklich auch auf uns hier zutrifft. Und der da lautet:
Nicht aus seiner Gnade, dessen dort droben, will ich leben, sondern aus meiner eigenen. Und das ist ein wenig das, was wir hier tun, auf unsere eigene Gnade und mit unseren eigenen Konsequenzen existieren. Und der Sabbat rezitiert das immer so gerne, aber eigentlich locken sie damit nur die Jungen und dann sagen sie, hier ist übrigens unser Regelkatalog, das sind die Dinge, die du darfst, die du nicht darfst und morgen ist übrigens Messe um 8. Also wie die Kirche wirklich. Ja, und ob wir jetzt davon reden, dass es Gott gibt oder keinen gab, da sind wir nicht viel weiter als die Sterblichen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass es Kinder keins gab, die sich zumindest so schimpfen. Und 13? Angeblich, ja. Davon als Gründer unserer Clans dienen. Die nennen wir die Vorsintflutlichen. Und auch. Okay, warte mal, wenn wir sterblich sind, lebt kein noch? Wir hoffen nicht. Aber also, es gibt welche unter uns, die das hoffen bzw. herbeiführen wollen. Weißt du, Y2K ist nicht nur unter Menschen ein ganz großes Thema. Es gibt unter uns, sowohl in der Kamarilla als auch vermehrt im Sabbat, solche, die glauben, dass jetzt zum neuen Millennium Kain wieder zurückkehren wird und gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Lilith den Weltuntergang einläuten wird. Eine davon hast du gestern kennengelernt. Der Mann mit dem Ring ist, glaube ich, in die Richtung sehr, sehr vorangetrieben. Oh, ist das der Tanz, wo wir eingeladen sind? Ah. So klang das. So klang das. Falls du nicht wusstest, I know, wir sind auf irgendwas eingeladen. Ja. Klang ein bisschen wie eine, ja, wie eine Weltuntergangsparty. Ergibt Sinn. Aus ähnlichen Gründen war ich... weil Vorbereitung ist immer besser und je nachdem, welcher Strömung man gerade in den Kreisen, in denen ich verkehre, wenn ich dann zu Hause bin, gerade folgt, scheint das ein besonderes Jahr zu sein oder vielleicht auch das letzte, das nächste oder vielleicht auch das letzte, aber das letzte ist schon vergangen. Man ist sich da nicht so ganz einig. Aber wenn du weniger an Legenden interessiert bist, sondern mehr an der Wissenschaft, also metaphysischer Erklärung der Dinge, ich kann dir ein paar gute Folianten aus dem 15. und 17. Jahrhundert empfehlen. Die sind recht umfassend, was das angeht. Wenn ich Kopie regelmäßig von einem in meinem Wagen eingesperrt bin, würde ich mich über Lektüre beschweren. Sehr gerne. Ich meine, ich würde mir auch gerne was von zu Hause noch organisieren, bevor ich tot bin. Ja, das kriegen wir hin. Yeah. Also ich meine, Kain muss sich ganz schön beeilen, wenn er jetzt wiederkommen will. Ich habe irgendwie vor ein paar Wochen gelesen, dass wegen Klimawandel der ganze Planet im Arsch wegbrennt in irgendwie 60, 70 Jahren. So oder so. Ich glaube, das Wichtigste zu dieser ganzen Weltuntergangsdebatte, dass du dir merken musst, ist, wenn Leute entweder von Kains Rückkehr reden, von Liliths Rückkehr oder von einem roten Mond beziehungsweise einem Blutmond, dann weißt du, dass du es mit irgendwelchen Weltuntergangsverschwörern zu tun hast und am besten auf Abstand gehst. Ja, ist so normal. Mit Lunatics nicht engagen. Also, ich habe festgestellt, dass mit einigen von zerbrochenen Spiegeln man durch... du redest von Menschen. Natürlich, ja. Verzeihung. Was, zerbrochene Spiegel? Wenn es um den Mond und Verwirrtheit geht, dann ist mein Kontext ein anderer. Clan Malkavian, ein weiterer Vampir-Clan. Gibt es irgendwelche Bücher, die ich lesen kann, um einfach alles über diese ganzen Familien zu wissen? Oh, viele. Echt? Ich habe mir Ärger, dass man die nicht zugänglich macht, damit keiner Bescheid weiß, was die anderen können. Ah. Das habe ich nicht gesagt, dass sie zugänglich sind. Also viele und die meisten davon sind Legenden, was du daraus ableitest. Und dann gibt es immer noch diese Massen an Propagandaliteratur. Wenn du dich wirklich in etwas Spannendes einarbeiten möchtest, dann such dir mal Literatur über unseren Clan und den von Arnaud aus der jeweils gegensätzlichen Perspektive. Das ist immer sehr unterhaltsam. Durchaus. Oh, sind wir quasi Deutschland und Frankreich? Er ist ein bisschen schlimmer. Also, schlimmer? So wie die Geschichte bei uns erzählt wird, sind das nicht nur ehemalige Zauberer, die unbedingt unsterblich werden wollten. Das haben die gemacht, indem die einen unserer Ältesten geschlachtet, ausgenommen und für ihre magischen Rituale missbraucht haben. Was, um fair zu bleiben, etwas ist, was tatsächlich hätte
passiert sein können. Ist wie dieses Familientreffen und ich sitze dazwischen und schaue immer hinten und her. Das ist nicht das erste Mal. Okay, und wer ist der, wer ist der Onkel, der NPD wählt? Vincent? Ich glaube, Vincent ist das Unpolitischste, was du jemals treffen kannst. Also, wenn dich das beruhigt, ich glaube, keiner von uns hier ist Demokrat. Würde mich auch überraschen, ja. Ich hab das Gefühl bekommen, dass eure Weltanschauung durchaus eher nihilistisch, anarchisch und eine Mischung monarchisch ist, tatsächlich. Das ist ein ganz weirder Mix, ist übrigens. Willkommen in der Unendlichkeit. Man findet tatsächlich unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, unser spezifischer Weg, damit umzugehen. Ja, da würde ich am liebsten nochmal Kims Hals kennenlernen. Fürchte, Kim wirst du nie wieder kennenlernen, wenn du sie nicht unbedingt blutsbinden möchtest. Bluts, was? Holen, das, was Gina im Blutsband. Ah. Die Menge an Blut entscheidet, wie sehr jemand an dich gebunden ist. Du zum Beispiel bist bereits gebunden an deine Erzeugerin. Aber nur einstufig. Richtig. Der erste Kuss. Nein. Blutsdiener entsteht, wenn er in drei verschiedenen Nächten dreimal von dir getrunken hat. Und dann ist er, so bedauerlich das ist, dein willenloser Sklave. Okay, das heißt, wenn ich noch zwei viel trinken würde, wäre ich auch dein willenloser Sklave. Ach so, von mir? Ja. Internet. Deswegen solltest du das nicht tun. Und deswegen das würde ich dir auch. Entschuldigung. Oh. Nein, ich wollte bloß noch ergänzen. Sollten wir in eine Situation kommen, in der du dringend Blut brauchst und nur wir anwesend sind, dann würde ich auch einen der anderen bitten, dir sein Blut zu geben und nicht meins. Was machbar ist. Und das gibt, also die Frage ist eher, hast du auch irgendeine Macht über mich, außer dass du meine Erzeugerin bist? Dann durch den ersten Schluck noch nicht. Der erste Schluck bedeutet bloß, dass wir uns in der Regel nicht sofort hassen. Ja, das wäre auch ganz schön. Also ich meine, das Ganze ist hier furchtbar übergriffig, aber das wäre schon. Nee, danke. Ich glaube mir, das ist auch der Zeit geschuldet. Es war schon mal sehr viel übergriffiger. Da waren die Erzeuger, je nachdem, wo du bist, sehr besitzergreifend. Darum ich auch die Kameras. Richtig. So, wir sind wieder im Home Sweet Home und das Schild von Gelsenkirchen verschwindet hinter uns in der Einfahrt und steuern unseren Platz an. Ich hoffe nicht, dass das hier unsere Heimat wird. Und ich meine nicht den Zirkus. Ich kann euch sagen, basierend auf 20 Jahren Lebenserfahrung, das wollt ihr auch nicht. Welche Stadt wolltest du schon immer mal sehen, Lassie? Wo willst du hin, wenn du vollkommen frei wärst? Am Ende sind sie alles nur Stahl- und Betonleichen, aber. Oh, du kannst gerne ich über Salem die Grenzen. Salem würde ich von gerne mal sehen. Ah. Ja, oder gehört Salem irgendwelchen menschlichen Magiern, von denen ihr berichtet habt? Das würde ja auch zu der Geschichte passen. Also, ich glaube, ich habe nicht den geringsten Überblick, wem in den Vereinigten Staaten gerade was gehört. Das wechselt halt ständig. Ich meine. Du weißt, wie die Menschen dort miteinander umgehen. Was glaubst du, wie die Unsterblichen sich miteinander verhalten? War. Ja, du kannst dir vorstellen, es gab schon sehr lange kein Unclaimed Territory mehr. Aufgrund guter Diplomatie oder guter Drohgebaren? Aufgrund sehr rigider Strukturen, die sehr ruchlos umgesetzt werden. Ja, ich meine, wenn Monarchen nicht sterben, ist es natürlich auch einfach mit dem Imperium. Ja. Titel sind sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn die Träger dieser Titel nicht sterben und deswegen die Erbfolge nie geklärt werden muss. Moment, aber wenn das trotzdem eintritt, gäbe es doch vielleicht trotzdem eine Erbreihenfolge, weil sie Kinder gezeugt haben? Also, ich meine, wenn Irina irgendeine Domäne gehören würde und sie würde sterben, tritt einfach irgendwer ihrer Kinder an die Stelle oder habt ihr da keine Regeln für? Da gibt es keine direkten Regeln. In unserem Clan wäre das nicht ungewöhnlich tatsächlich. Wir sind
in der Mehrheit außerordentlich aristokratisch und mein Erschaffer beispielsweise derart alt, dass solche Strukturen einfach durchgesetzt wurden über Jahrtausende hinweg. Aber ich glaube, die meisten anderen Clans haben es nicht so mit klassischen Erbreihenfolgen. Also Chaos, wenn jemand stirbt. Nein, bei uns wäre die Reihenfolge, würde ausgemacht unter sehr wenigen. Die Pyramiden sind zuweilen sehr spitz. Klasse, von einem Herrscher sind ins nächste System reingerutscht. Mit 20 weiteren Untersystemen. Chantre, mehr ist ein Pyramid Scheme. Das ist einfach. Get to the top and be happy. Man kann, einigermaßen. Wo steht Anon der Pyramide drunter? Oh, nicht nahe an irgendeiner Spitze, glaub mir. Und das will er auch gar nicht. Nein, und auch da kann man sehr glücklich sein, weil man von der Spitze in Ruhe gelassen wird, wenn man aufpasst. Also es ist eigentlich praktisch, unwichtig zu sein. Das kommt drauf an, was man will. Es gibt gerade einige würde ich gerne von uns einfach nicht nochmal sterben. Das ja, ist ein das guter ist Vorsatz. Und das ist doch mein wir Weg hier. Versuchen diesen Weg, so gut es geht, zu ebnen. Da kannst du uns vertrauen, Lizzie. Denn letztendlich ist unser kleiner Klöngel keine Struktur. Und ich sag mal, wenn wir dich in die Welt lassen können, ohne dass du die Welt anzündest, sind wir die Letzten, die dich hier festhalten. Seit wir zusammenziehen, und das sind jetzt auch schon einige Jahrzehnte, sind wir miteinander, aber auch voneinander frei. Niemand ist gezwungen zu bleiben, aber wir haben gemerkt, dass, und das ist eher ungewöhnlich für Einzelgänger, wir in einem Rudel bessere Überlebenschancen haben. Und tatsächlich mit Hidden in Plain Sight ganz gut über die Runden kommen. Wenn ihr nicht gerade irgendwelche Kinder erzeugt, die ihr nicht zeugen dürft. Was auch spannend ist, weil das eigentlich hat niemand Gewalt über einen anderen. Richtig. Oder eine andere bei uns. Das ist jetzt ein wenig ins Wanken geraten, glaube ich. Und das ist ein Problem vor allem wegen deinem Erzeuger, Irene? Nein. Oder einfach nur wegen der Domäne hier? Ja, wir haben innerhalb von wenigen Tagen sehr viel von Gelsenkirchen kennengelernt. Mein Beileid. Und ja, und zwar über das, was du kennst, hinaus. Und wir haben nicht vor, hier zu bleiben, aber momentan haben wir auch keine andere Wahl. Die hättest du und ja, du bekommst deinen eigenen Schlüssel. Aber ich lege dir einfach nahe, zu warten, bis deine Ausbildungszeit vorbei ist. Einfach, um deinen Wunsch am Leben, unleben zu bleiben, zu unterstützen. Denn die Welt da draußen will, dass du zu Asche zerfällst. Bist du in einer Gesellschaft, in der es keine natürlichen Aussonderungsprozesse gibt, in der die älteren Schichten niemals wegsterben? Da achten die Alten empfindlich darauf, dass die Jagdgründe nicht überbevölkert werden. Und noch viel eifersüchtiger achten sie darauf, dass die Jungen nicht alt genug werden, um ihnen gefährlich zu werden. Ja, natürlich haben sie nämlich Angst vor den Jungen. Und zwar nicht nur, weil sie Usurpatoren sein könnten, das dauert Jahrhunderte, aber weil es immer mehr davon gibt. Und weil das Blut nach unten hin immer dünner und dünner wird. Und sie fürchten, auch wenn sie es nicht behaupten, die Dünnblütigen, diejenigen, die fast schon in der untergehenden Sonne wandeln können. Aber das ist doch ein Mythos. Also ob ein Vampir jemals wieder unter der Sonne wandeln kann, nur weil das Blut zu dünn wird, ich weiß nicht. Aber sie haben Angst davor. Sie erzählen sich die Zeichen, Mythen, nicht wahr? Das Zeichen, der rote Mond, von dem vorhin erzählt wurde. Wir stecken voller Mythen und die werden so lange erzählt, bis sie Angst haben vor einem Jahrtausendwechsel. Heißt verdünnt dann auch, dass neue Vampire eher, keine Ahnung, schwächer sind oder ist das? Wenn du jetzt einen beißen und erschaffen würdest, wäre er eine weitere Generation, wie wir sagen, schwächer, ja. Also hält sich das System doch ohnehin von selbst allein dadurch schon. Wenn es dann nicht die Alten gäbe.
Ja, die Sache ist die, es scheint wirklich so zu sein, wenn ich an meinen Erschaffer zurückdenke und dem, was ich in unserer Familie gesehen habe, dass es wirklich so ist, dass je später du geschaffen wirst in dieser Ahnenlinie, desto geringer ist dein Potenzial. Das ist einfach so. Aber es scheint irgendwo ich glaube, die Engländer nennen das Break-Even-Point zu geben. Ein Punkt, an dem es über einen gewissen Zeitraum zumindest eine Grundstabilität gibt. Also muss ich einfach nur In lang dem. genug nicht leben. Schwierig zu sagen. Also wenn überhaupt jemand weiß, wie das im Detail funktioniert, sind das wahrscheinlich die Tremere und die werden das nicht teilen, weil die Ahnen nicht wollen werden, dass es geteilt wird. Wenn sie es tun würden, dann würde man sie ausradieren. Damit kennen Tremere sich aus. Also mit Clan-Genozid meine ich. Ist es so, Anno? Da sind wir wieder an diesem Punkt. Durchaus. Also gab es vorher noch andere Clans, die es nicht mehr gibt? Oh yeah. Gab es? Also, ich spreche, als wäre ich dabei gewesen. Das natürlich nicht, aber gab es. Ja, definitiv. Ehrlich gesagt, ich will auch gar nicht wertend werden, wenn ich bedenke, wie viele Kriege wir geführt haben. Überrascht mich nicht wirklich. Marius kratzt sich über die Stirn. Es wäre da ein drittes Auge. Nun, siehst du, stell dir vor, du lebst mehrere hundert, vielleicht sogar 1000 Jahre unter Strukturen, die sich nur sehr schwach verändern. Und dann sie uns fünf, wenn ich Vincent mit einbeziehe, an. Und die Gefahr, die von Leuten ausgeht, die sich nicht an die Regeln halten, nennen wir es mal so, geht sehr tief. Selbst wenn wir, glaube ich, alle kein System stürzen oder eine Domäne stürzen Ich will wollen schon ein paar würden. Systeme schützen, wenn ich ehrlich bin, aber Großartig, finde ich vier von uns großartig. vielleicht nicht, Oh, aber Entschuldigung. die Angst ist die gleiche. Weißt du, es gibt Erzählungen, da war niemand von uns dabei, aber die sind recht bekannt, wenn man weiß, mit wem man darüber spricht, von Aufständen im Mittelalter. Das sind die jüngeren Vampire wohl wirklich gewalttätig auf die Barrikade gegangen, was diese überbordende Blutsbinderei der Erschaffer an ihren Kindern anbelangt. Viva la Revolution. Das hat zu, ja, genau das. Das hat zu einem großen Bürgerkrieg der Unsterblichen geführt. Dann haben sich natürlich, so ist zumindest überliefert, auch früher oder später noch die Kräfte der Inquisition eingeschaltet, also Sterbliche mit Weihwasser und Feuer. Und es kam im Endeffekt zu einem Massensterben. Im Resultat hat sich dann diese Dichotomie zwischen Sabbat und Camarilla gebildet. Also zwei verfeindete Fraktionen mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Und am Ende, wenn wir ehrlich sind, war es vielleicht ein paar Jahrzehnte in beiden besser, als es vorher war. Und dann haben sie wieder begonnen, sich auf ihre Weise alten Mustern anzunähern. Moment, was sind denn die verschiedenen Lösungsansätze? Versuchen nicht beide? Also, ich hatte so verstanden, dass beide eigentlich nur verwalten, was sie haben. Die einen hat eher Klerikal, die anderen eher wie eine verdammte Monarchie. Ja, das sind die Fakten. In der Theorie, ich meine, wir reden hier vom Mittelalter, hat die Camarilla, soweit es mir beigebracht wurde, damals gelehrt, dass sie in erster Linie versucht, einen Schutz aufzubauen, hat die Inquisition als die eigentliche Problematik angeführt und hat im Endeffekt versucht, auch den Jüngeren schmackhaft zu machen, dass man ihre Grundstruktur braucht, vor allem die Maskerade, damit eben nicht unsere gesamte Spezies von solchen Hexenjägern ausgelöscht wird. Und sie hat jedem der aufständigen Jungen angeboten, dass wenn er das annimmt und wieder zurück in den Schoß der Camarilla kommt, ihm all seine Verbrechen aus dem Bürgerkrieg vergeben werden. Das haben viele angenommen, weil sie eingesehen haben, dass es vielleicht ganz nett ist, tagsüber nicht angezündet zu werden. Absolution. Und der Sabbat hat auf der anderen Seite die Propaganda betrieben, dass er eben eine Sekte der Jungen sein möchte, dass er das System der Ahnen abschaffen will, dass es kein Diktat des Alters mehr geben soll, sondern nur noch der Kompetenz und der faktischen Macht, nicht nur von Titularien und dergleichen. Aber weißt du, dann vergehen ein paar Jahrzehnte und dann gibt es ja doch wieder Ahnen, selbst wenn du keine haben möchtest. Und dann werden die wieder Macht anhäufen. Und in der Camarilla, naja, wenn man schon wieder die Struktur hat, in der sich alle sicher fühlen, dann kann man auch wieder anfangen, Ämter unter seinen Liebsten zu verteilen und sich ein schönes Bett zu Vetternwirtschaft, bauen. exakt. Exakt. Das heißt, wahrscheinlich war das für 50 Jahre mal ganz gut. Mit beiden sogar. Anders, aber besser als vorher. Ist es Und nicht dann hatten sie spannend? wieder.
Ja, ja. Spannend finde ich eine Sache. Ihr wollt mir sagen, da waren Vampire, die schon Jahrzehnte, Jahrhunderte leben. Und beide Fraktionen waren so strunzdumm, Systeme zu erwähnen, dem nicht einfach alle gleichberechtigt sind. Ist es nicht spannend zu erfahren, dass ein Biss und übernatürliche Magie des Blutes und Mythos, der uns zu Wesen der Nacht macht, uns tatsächlich überhaupt nicht von unserem vorigen Leben als dumme Menschen unterscheidet, was die Strukturen angeht, in die wir uns einzwängen lassen? Ich muss nach Vincent schauen, Leute. Und Marius steigt auf, haut auf den Fort drauf. Das war viel Geschichte, viel Mythologie und ein fantastisches erstes Jagderlebnis. Du kriegst einen kleinen Stempel. Wir sollten Raserei, wir sollten den Tag, die Nacht gut beenden. Und was? Was Raserei? Das verschieben wir. Der Plan war, dich heute mit Rötschreck zu konfrontieren und zu schauen, wie du mit der anderen Seite der Bestie umgehst, nämlich derjenigen, die aus Angst und nicht aus Lust reagiert. Aber nicht heute Nacht. Heute Nacht warst du sehr gut. Wenn wir ein klein bisschen Zeit haben, ich habe gehört, dass du sehr gute Augen hast. Und das sollte bedeuten, dass auch andere Sinne von dir durchaus geschärfter sein könnten. Und das ist sehr praktisch, um zu erkennen, wenn die Bestie sich regt, habe ich festgestellt in meinem Dasein. Ich habe jetzt, also, ihr meint damit, was mir im Tunnel passiert ist mit dem Schädel. Exakt. Das Blut, das du getrunken hast, zum guten Nutzen führen, zum Beispiel. Profan kannst du es einfach sagen, du hättest Lust auf Currywurst. Auch dafür kannst du dein Blut einsetzen. Vincent, nicht wirklich. Das. Oh, ich muss zu Vincent. Okay, ja. Ich schaue nach ihm. Schau du nach Vincent, wir machen hier weiter. Gut. Okay, und ich kann das, all das kann ich eigentlich willentlich steuern. Ja. Also ich könnte auch, wenn ich wüsste, wie, mir auch Krallen wachsen lassen. Ja, das, wir müssen ein wenig herausfinden, wie gut das bei dir funktioniert, aber per se ist das möglich. Die meisten von uns müssen sich ihre Krallen aber wirklich händisch modulieren. Es ist eine Ausnahme tatsächlicherweise, dass ich sehr gut in der Lage bin, meinen eigenen Körper zu verformen, ohne das mit meinen Händen nachjustieren zu müssen. Okay. Um freche Dinge zu sagen, sind wir manchmal gar nicht so unterschiedlich, nicht? Dinge nicht mit meinen Händen berühren zu müssen, ist doch durchaus eine Fähigkeit, die ich habe. Aber ich glaube, die kannst du ihr nicht beibringen. Wohl kaum. Das wäre wirklich eine Revolution. Keine, die besonders gut ankäme, aber das wäre wirklich interessant. Okay, weirde Frage, aber können sich Familien kreuzen? Kreuzen nicht. Du reproduzierst dich ja nicht mit einem Partner, aber du kannst Fähigkeiten von anderen lernen. In einem gewissen Maß. In einem gewissen Maß. Aber wenn er nur das tun würde und ich habe mir sagen lassen, es ist sehr, sehr schwierig bei seiner besonderen Gabe. Und selbst wenn es ihm gelingen würde, dann wäre er danach vermutlich der Staatsfeind Nummer 1 seines eigenen Clans. Ja, sagen wir damit, kommt man, es gibt durchaus angeblich Vampire von meinem Clan, die das getan haben in der Vergangenheit und man ist sich nicht so ganz sicher, ob man sie bisher alle erwischt hat, weil sie werden, sagen wir, aktiver gejagt. Dein Clan klingt nach einem unglaublichen Spaß. Wenn man sich in Maßen an die Regeln hält, ist eigentlich alles ganz gut. Wie rigide sind einfach wir mit Regeln? Und man hört, also, je älter man wird bei euch, umso gefährlicher könnte das sein, nicht wahr? Erstens das und sagen wir es so. Bevor wir wieder in irgendeiner Form Kontakt zu diesem Uralten aus meinem Blut haben, würde ich dir, Lissy, gerne ein paar Begriffe beibringen, denn unser Clan ist so rigide, dass wir eine eigene Sprache haben. Okay.
Okay, das ist leider richtig cool. Aber bitte sag uns nicht mit Latein verwandt. Nein, nein, slawisch. Wait. Kommt unser Clan aus Osteuropa? Unser Stammland liegt in Transsilvanien, ja. Okay, das ist so ein verdammtes Klischee, aber cool. Ja, wir sind die Dracula-Vampire, wenn du es so haben möchtest. Ja, wir sehen aber wir deutlich besser aus als Dracula. Entschuldigung. Das ist gut. Du hast wenigstens was Spannendes zu sagen, nicht Vincent. Vincent hätte auch vermutlich spannende Dinge zu sagen, wenn sie ihm nicht so egal wäre. Vincent ist halt auch einfach ein Findelkind, das musst du verstehen. Die haben den halt einfach ausgesetzt und wir haben ihn gefunden, statt sein eigener Clan. Das stimmt. Aber vielleicht wollen wir, nachdem wir jetzt sehr, sehr viel geredet haben, wirklich noch mal ein wenig zu praktischen Lektionen. Lizzie, worauf hast du denn Lust? Ein wenig Formerei oder möchtest du dich mit der Gabe des Sehens und Messertricks auseinandersetzen? Wenn ich jetzt logisch rangehe, müsste ich wahrscheinlich erst das mit den Messertricks machen, damit ich hier irgendwie weniger auffalle. Nein, musst du nicht. Grob nach vorne werfen, du wirst einen Ring haben, wenn du ihn ungefähr triffst. Den Rest mache ich. Okay. Cool, dann wirfst du Messer auf mich und wir machen die Krassen. Nein, du wirfst schon Messer auf mich. Also im Grunde ja, werfe ich auch Messer machen. Auf mich. Wie du wirfst? Ah, sowas wie Telekinese. Ist nicht... War das beleidigend gegenüber eurer tollen Clan-Tradition, weil ich Telekinese gesagt habe? Man versteht, was damit gemeint ist, ja. Okay, ja, dann will ich auf jeden Fall lieber... Ich würde gerne mit... Ich fand Töpfern schon immer cool. Aber das waren immer nur langweilige Schalen. An mir selbst töpfern finde ich ein bisschen spannender. Dann machen wir das doch. Ich überlege gerade. Lass uns vielleicht einfach in deinen Wagen gehen. Möchtest du mitkommen, Arno? Sehr gerne, wenn ich darf. Gut. Bitte. Ich meine, du wirst da jetzt nicht. Eingeschränkt, welchen Zugang man zu Wasser hat. Und deswegen frag ich lieber. Das sind Anfängerlektionen für einen Welpen. Das ist nichts, was du an mir noch nicht gesehen hättest. Nun gut, stimmt. Auch wieder wahr. Sehr gerne. Dann, gehen wir zum Wagen. Auf dem Weg tönt aus irgendeinem Radio, sie zwar wieder irgendein furchtbarer Kuschel-Rocksong von Lenny Kravitz. Hinter wir vorbeigehen, dreht Lizzie noch ein bisschen an dem Regler rum, damit es aufhört. Bis sie in ihrem Wagen sind. Es muss sich wieder abschließen. Sie bleibt vor dem Wagen stehen. Dann also. Schlüssel rein. Dann gehen wir jetzt dorthin, wo uns niemand sieht. Und ich weiß nicht, Irina schaut sich um. Lass uns einfach auf den Boden setzen. Ich glaube, das ist für den Anfang am praktischsten. Ja, Möbel habe ich ohnehin noch nicht so wirklich, außer die Kiste. Schreib vielleicht einfach mal eine kleine Liste mit Dingen, die du brauchst, und wir geben sie Gina. Die kümmert sich tagsüber darum. Okay. Gut. Formen. Weißt du, bevor wir damit anfangen, möchte ich, dass du verstehst, was genau das für uns bedeutet. Die Fähigkeit, Fleisch zu kneten, zu modellieren und sogar Knochen zu verformen, ist das, was uns von allen anderen Geblütern unterscheidet. Du weißt bereits, dass wir... Oh, kurzer Einwurf, ich glaube, es gibt einen Layout-Fehler. Ist es? Wieso? Das ist hängen gebliebenes Layout, oder wie? Oh ja, oh hell, ist das denn passiert? Ja, ich sehe das. Das denn? Wer rausgeflogen? Bin ich warte mal. Noch Mairis ich sehe auch da. Ist hier mein Zoom-Fenster auch nicht mehr? Moment. Minimiertes Fenster verlassen, war das Problem? Trotzdem zerschossen. Wait. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Okay. So, ja, jetzt so passt es wieder. Cool. Nee, das lag ja im Zoom-Chat. Ist gut, kann dann rausgeschnitten werden einfach.
Alles klar. Gut, also bevor wir mit der eigentlichen praktischen Lektion anfangen, möchte ich, dass du verstehst, was das für uns bedeutet. Fleischform, die Fähigkeit, Haut zu kneten, selbst Knochen zu verformen, als wäre es bloß Ton, bedeutet für uns, dass wir ein Geblüt sind, für das die grundlegendsten Säulen der Identität, sowohl der unseren als auch die der aller anderen um uns herum, keinen zwingenden Bestand haben. Weil eigentlich niemand wirklich eine Form hat, außer die Form, die wir wollen. Genau. Du hast bereits von mir gelernt und wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art gespürt, dass wir in Heimaterde schlafen müssen. Weil wir ansonsten über den Tag hinweg auslaugen. Man glaubt bei uns im Clan daran, dass das daher kommt, dass die Heimat, unser Ursprung, der Punkt, auf den wir uns zurückführen, das Einzige ist, was Bestand hat. Alles andere können wir manipulieren und verändern. Die Heimat des Clans, nicht Gelsenkirchen, oder? Ich fürchte, wir müssen herausfinden, was letztlich die für dich beste Heimaterde ist, aber normalerweise ist es der Geburtsort oder ein Ort, an dem man emotional besonders gekoppelt ist. Fucking hell, ich muss diese Scheißkohle doch mit durchschleppen. Ich fürchte, das könnte sein, ja. Ja, Bochum, ich komme aus dir, es ist ein eigener Song. Okay, sorry. Ist gut. Ich verstehe deine Betroffenheit. Nun ist es so, dass wenn du beginnst, dich selbst zu manipulieren, du irgendwann merken wirst, dass das auch etwas mit deinem Kopf macht. Du beginnst nicht nur andere, die du eben als Rohmaterial für deine Geschöpfe, deine Werke, deine Modifikationen heranziehst, eher als Rohton zu behandeln. Du beginnst auch selbst, dich immer weiter von deinem eigenen Körper zu dissoziieren. Das ist normal. Deine Identität wird langfristig nicht mehr durchgängig an dein Erscheinungsbild gekoppelt sein. Du musst Dinge an dir selbst finden, die dich ausmachen und die für dich du bist. Deine Überzeugungen, dein Charakter, dein Innerstes. Dessen müssen wir uns viel, viel mehr eingedenk sein als alle anderen Clans. Denn wenn wir das nicht sind, dann verlieren wir uns in der Formerei. Und ich sage nicht zu viel, wenn ich dir jetzt schon mitteile, dass es Älteste unter uns gibt, die sich so sehr in dieser Faszination des sich selbst Knetens und Formens und Verändern und sie nennen das gerne Evolutionieren oder irgendetwas in dieser Art, die meisten von uns wären gern Transhumanisten, die sich daran einfach so sehr verloren haben, dass sie eigentlich auch schon auf einer abstrakten Ebene nicht mehr wissen, wer sie sind. Okay, wie viele deswegen, von uns waren bei den Nazis mit dabei? Klingt nicht mehr so mit Eugenik. Ja, okay. Zu viele. Am liebsten in den KZs. Ja, ja, natürlich, genau. Natürlich. Wow. Mhm. Unangenehm. Ja. Und wenn du so nicht werden willst, dann musst du Dinge finden, an denen du festhalten kannst. Deswegen, ich für meinen Teil habe für mich beschlossen, dass egal wie sehr ich meinen Körper oder mein Gesicht verändere, ich meinen Albinismus nicht entferne. Ich behalte die weißen Haare, ich behalte die roten Augen, ich behalte die blasse Haut. Na, sie guckt an sich, herunter. Das muss ich nicht jetzt entscheiden, oder? Nein, nein. Aber das sind Gedanken, die du die nächsten Monate mit dir herumtragen solltest und darüber reflektieren solltest, was du machst. Was bist du? Es gibt welche, die bestehen darauf, dass zum Beispiel die Augen der Bestandteil ihres Körpers sind, den sie niemals verändern werden. Die Augen sind der Spiegel der Seele, das kann sehr praktisch sein, sich darauf zu fokussieren. Von der Theorie zur Praxis. Oder hast du noch Fragen? Meine Frage wäre jetzt gerade eher, kann ich meine Augenfarbe auch verformen? Du kannst alles verändern. Alles. Die Farbe, die Form, die Dichte, die Größe. Du brauchst nur unter Umständen mehr Material. Wenn du mehr Arme haben willst, dann nimmst du dir einen Menschen, reißt ihm die Arme ab und formst sie dir an. Das bedarf sehr viel Übung und ist außerordentlich brutal, aber es ist möglich. Das ist so... Es ist wieder so ein Moment, wo es wirklich echt nicht so schlimm ist, tot zu sein. Aber für den Anfang ist das wahrscheinlich noch ein wenig viel für dich. Womit wir anfangen, sind erstmal sehr simple Dinge. Schau dir deine Haut an.
Nimm deine Hand, betrachte dir deinen Handrücken vielleicht. Genau. Du wirst darauf vielleicht kleine, wie Menschen das nennen würden, Imperfektionen erkennen. Muttermale, die Reste von Blutadern, die sich, wenn du die Hand bewegst, hervordrücken. Hast du so etwas? Ich habe eine fette Narbe von meinem eigenen Butterfly-Messer. Die reicht für den Anfang. Das Leichteste zu formen ist tatsächlicherweise die Haut, beziehungsweise deren höheren Schichten. Und am allerleichtesten geht es an sich selbst, weniger an anderen. Das Verfahren ist recht einfach. Unser Körper gibt uns alles, was wir dafür brauchen. Du suchst dir eine solche Stelle, wie die besagte Narbe, nimmst die andere Hand und versuchst jetzt einfach mal, sie vorsichtig und wirklich vorsichtig und behutsam in den Rest deiner Haut hineinzudrücken, sozusagen das Niveau anzugleichen, als wäre es Ton. Okay. Du musst dich darauf konzentrieren, dein Körper kann das. Muss ich irgendwie einfach auch denken, dass ich das weghaben, also... Du musst im Endeffekt darüber nachdenken, wie du das jetzt wegmodulierst. Du musst den Gedanken aufgeben, dass das Haut ist und daran denken, dass es Lehm ist oder Ton oder was auch immer für dich leichter ist. Also stellst du mir eher vor wie ein Sprung in meiner Schüssel. Dann stell dir vor, dass du vielleicht Masse nimmst und diesen Sprung füllst. Die rechte Hand geht kurz zur Mutter, würde sie reinspucken wollen. So. Nimmt dann den rechten Daumen, geht damit über den linken Handrücken, über die Narbe, immer wieder ein paar Mal drüber. Gut. Vielleicht leg deinen Finger auf die Narbe, die wir entfernen wollen. Schließ deine Augen. Und jetzt drücke ganz leicht darauf und stell dir vor, wie diese Stelle aussehen würde, wenn da keine Narbe wäre. Stell es dir vor, visualisiere es. Mach es in deinem Kopf zur Realität. Ja, sie schließt die Augen und auf eine schärfe Narbe dreht sie den Daumen immer so, als würde sie wirklich, als würde gerade sich irgendwas aus so einer Scheibe drehen. Und sie fährt ja immer wieder leicht mit dem Finger hoch und runter, als würdest du das quasi in eine ebene Form packen wollen. Und ganz, ganz leicht sieht man dann tatsächlich, wie ein Teil der Narbe dort, wo ihr Daumen wieder drüber geht, in die Haut quasi reinrutscht und dann darüber auch eine kleine neue Fläche bildet. Oh. Ich glaube, wir kommen voran. Das ist ein Anfang. Wow. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Wie viele von uns sind Schönheitschirurgen? Nicht so viele, da muss man sich ja mit Menschen abgeben und sich deren Willen beugen. Einfach eine gute Futterquelle. Ja, aber wir lassen uns nicht gerne von Schafen sagen, wie sie ihr Fell geschoren haben möchten. Die Sprache werde ich, glaube ich, nie übernehmen. Die finde ich wirklich unglaublich icky. Oder ist, passiert das irgendwann? Also bei mir ist das einfach irgendwann passiert. Klasse. Gibt es hier irgendwie auch ein Korrektiv für so eine Sprache? Guck kurz zu Anoruba. Ach nee, wahrscheinlich eher nicht. Soll ich dir unsere Begriffe beibringen? Ich glaube nicht, dass dich das viel glücklicher macht. Da du kein Problem mit dem Begriff Genozidklan hattest, werde ich eure Begriffe auch nicht kennen wollen, ehrlich gesagt. Die schließt die Augen nochmal und geht über den Rest der Narbe drüber. Das passiert immer so ein bisschen spotty. Das passiert nicht immer direkt da, wo sie dann direkt auch drauf ist, sondern dauert ziemlich lange, wahrscheinlich Minuten, bis dann wirklich irgendwann die Narbe weg ist. Sie macht aber einfach nur weiter, weil sie Augen zu hat. Ich glaube, du kannst aufhören, meine Liebe. Ich glaube, wir haben ein Resultat. Ich glaube, ich sollte Danke sagen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Dank mir nicht. Dank mir höchstens dafür, dass du es nicht so lernst, wie ich es gelernt habe. Talentiert? Mein erstes Buch zu öffnen, ohne meine Hände dafür zu benutzen, hat deutlich länger gedauert. Wie? Okay, weirde Vermutung. Hat man dir die Beine gebrochen? Du musst die Beine wieder zusammenfügen?
Auch, das war ja Teil davon. Aber ich glaube, das allererste, was er mich hat machen lassen, war mir einfach die Nase im Gesicht verrücken. Und ich musste sie wieder selbst ausrichten. Dein Alter klingt echt wie eine Sonnenblume. Holy shit. Man nennt uns den Clan des Drachen. Was erwartest du von so einem Ruf? Warum Drache? Was hat dieses Drachen damit schwer zu tun? Wie viele Fabelwesen sind real? Meine Liebe, was glaubst du, wie solche von uns aussehen, wenn sie sehr alt werden und gar keinen Bezug mehr zu ihrer eigenen Körperlichkeit haben? Holy shit. Ich könnte einfach aussehen wie der Drache aus der Hobbit. Und dann hatten wir noch natürlich den Mythos, der dazu kommt. Und Mythos kommt mit einer Currywurst zurück. Dafür ist ein Blutpunkt immer auszugeben. Vlad Dracul, der Pfähler. Ja. Aus den Karpaten. Drache, denkst du, Dracul. Ah. Ja. Ja. Wir stand nicht für Sinn. Hm. Okay. Aber also Listen kann ich besorgen. Ich glaube nicht, dass sie vollständig ist. Es tauchen immer mal wieder neue auf und auch da ist dann fraglich, wo sie herkommen. Es ist schwierig, wenn man einen Clan wie den euren hat, zu sagen, welche Form echt oder gewachsen ist. Ist das das richtige Wort? Am Ende ist doch jede Form nur so echt, wie sie geformt ist, oder nicht? Ja, das stimmt. Nur. Das stimmt. Es macht eben einen Unterschied, ob ein Minotaurus dadurch entstanden ist, dass irgendein Mensch verflucht wurde oder irgendeine Königin mit einem Ochsen geschlafen hat oder ob sich einer von uns einen Ochsenkopf auf die Schulter geformt hat. Wie macht sich denn unsere kleine Künstlerin? Die erste Narbe ist weg. Ich kenne Narbe. Oh, die hätte ich behalten. Als diese Ankersache. Narben verschwinden lassen ist eigentlich sehr gut, weil an Narben kann man medizinisch erkannt werden. Könnte ich auch seine Tattoos entfernen? Also wenn er mich lässt. Schwierig. Also ja, wahrscheinlich schon. Denn? Natürlich, wenn du stark genug bist. Nun ja, meine Tattoos sind nicht nur Tattoos, die unter die Haut gestochen sind, sondern, und du siehst, wie der Schädel komplett verschwimmt und er normale weiße Haut hat. Holy shit, Tattoo-Artist-Magie. Willst du mich verarschen? Schatten. Das sind einfach Schatten. Schatten unter der Haut, ja, richtig. Nun, auch wenn wir gerne so geschimpft werden, wir sind nicht die einzigen Hexer unter uns. Ich würde das jetzt nicht Hexerei nennen, was wir machen. Es ist ich schon. Ich schüttle immer den Kopf und dann ist der Schädel wieder drauf. Kian, wie viele Jahre hast du gebraucht, um das einigermaßen schnell zu können, vor allem? Meinst du etwas wie diese Narben entfernen? Ja, oder auch krassere Dinge machen, weil ich glaube, mit Narben entfernen kann ich jetzt niemanden außer mich selbst beeindrucken. So richtig gut wurde es nach etwa einem Jahr, aber ich habe auch andere Ausgangsvoraussetzungen gehabt als du. Du hast an der Quelle gelernt, zum Beispiel. Ja, und ich habe einfach den unfairen Vorteil eines übernatürlichen Segens auf meiner Seite. Wie bereits gesagt, ich brauche meine Hände nicht, um meinen Körper zu formen. Das hat den Vorteil, dass ich schnell bin, was so etwas angeht. Es hat den Nachteil, dass ich gerade in den ersten 50 Jahren mich mitunter aus Versehen selbst verformt habe. Du denkst, oh, diese Lippen wären schön und auf einmal hast du sie. Du denkst, oh, eigentlich gefallen mir meine Fingernägel nicht und auf einmal sind sie anders. Ja. Der Albtraum jedes Teens. Also eigentlich eher der Traum jedes Teens. Beim Bravo-Lesen. Ja, und irgendwo vom Platz hört man tatsächlich eine Radiodurchsage, dass es mittlerweile gut auf die 5 Uhr zugeht. Und jetzt die Schlagersendung anfängt von 5 bis 6. Ist unser Wecker. Vincent ist soweit wiederhergestellt. Ein Tag Ruhe und er dürfte morgen wieder. Ich lasse ihn an der Kette über Nacht, aber er ist versorgt. Sieht auch ganz gut aus. Es gab keine Unfälle, ihm geht es gut. Dem restlichen Personal geht es gut. Bobo geht es gut. Oh, das ist ja das Wichtigste. Ja, ja, nein, das würde er sich nicht verzeihen, ja. Auch wieder wahr.
Das ist ein bisschen süß mit dem Bären. Sag ihm das nicht. Sag ich ihm nicht. Aber ich glaube, an dieser Stelle können wir wahrscheinlich Schluss machen, oder? Es wird bald die Sonne aufgehen, ja. Und ich für meinen Teil spüre langsam ihre Lasten auf meinen Schultern. Ich vermisse diese Nächte, in denen wir nicht drohen, drauf zu gehen oder mit irgendwelchen Eskapaden aus Camarilla oder Sabba zusammen. Ich hoffe, sie kommen zurück. Ganz bestimmt, Marius. Ich auch. Die Welt geht doch eh bald unter. Ja. Ja. Aber ich hätte gern die letzten paar Wochen noch Ruhe. Ja, aber und ich arrangiere mich schon mit der Aktivkohle in meinem Sarg. Oh, du hast dir von der Sache mit der Heimat her. Mhm. Bei dem Thema. Wer entfernt deine Heimaterde aus meinem Schlafgemach? Das war eine Notlösung, das habe ich dir gesagt. Und kannst du nicht irgendwie in den Sauber machen lassen? Der Camarilla. Ja. Wo hätte sie schlafen sollen? Du warst nicht da. Also ihr seid doch die Stars hier. Ich. Dann lass doch jemanden sauber machen. Die meisten von uns mögen das nicht, wenn Menschen in unseren Schlafstätten herumrumoren. Oder andere keinen Mieten. Entschuldige. Aber wie wäre es denn, wir kamen heute Nacht ja nicht mehr zu der weiteren Unterweisung in Fragen der guten Sicht. Vielleicht möchte Arno das mit einer Lektion verbinden, wenn ihr vielleicht gemeinsam den Wagen aufräumt, zur Güte. Natürlich. Gute Idee. Warum habe ich da nicht selber dran? Bei der Gelegenheit, vorher suche ich vielleicht noch ein paar Bücher raus, die interessant sein könnten. Das wäre mega. Ich glaube, die ganze Lore, Widersprüche und Propaganda. ist ein neues Studium. Ich habe heute noch wen kennengelernt, der Archäologie studiert. Jetzt kann ich das Gleiche machen, nur anscheinend ein paar Jahrtausende mehr. Dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und Arno, für die Lektion, nimm die V20. Und mit dieser Meta-Übergabe würde ich sagen, beschließen wir den Abend unserer kleinen Blutsauger. Ja, gute Idee. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank fürs... Wow, war das cool. Das war, ja, okay, wir können erst darüber reden, das stimmt. True. Also muss auch so, also erstmal, ich wollte generell sagen, erstmal lieben Dank auch an Ben, dass du so ein bisschen SL-Dinge auch mit eingebracht hast. Das ich fand ich sehr schön, dass du da ein bisschen was reingeholt hast. Diesen Ping-Pong fand ich sehr cool. Ne? Jeder so ein bisschen was in seine Dings. Ja. Das war quasi eigentlich Rollenspiel in der absoluten Reihenform. Alle bringen ein bisschen was rein und damit entsteht dann ein Bild für vor allem die Leute, die es jetzt im Nachhinein gucken oder im Chat dabei waren. Ich fand so das auch sehr, sehr, sehr Jahre cool. Lang, so habe ich 7 Jahre lang World of Darkness gespielt mit 2 anderen Leuten. Sehr geil. Ohne festen cool. SL, nur erzählen, Charakterplay und dann immer mal wieder jemand, der übernommen hat, um Story voranzutreiben, aber es war immer ein Give and Take. Das ist sehr, 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 sehr cool. Passt auch gut, um den Doubtern quasi mal so ein bisschen näher zu bringen. Es gibt durchaus Systeme, die ganz ohne Spielleitung auskommen und das sieht in etwa so aus. Ja. Auch die, man kann szenenweise rotieren und so weiter. Fand ich auch sehr schön. Nichtsdestotrotz für die Moderation. Vielen Dank, Lilly, und die echt wunderbare Einleitung. Dankeschön. Gerne. Und ich bin auch actually wirklich also beeindruckt, dass wir da jetzt dann auch da. Sag die Aufnahme, 2,5 Stunden wirklich sinnvoll gefüllt haben mit hoffentlich Dingen, die euch Spaß gemacht haben. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. Nächstes Mal haben wir wieder eine SL, wenn es am 3. Mittwoch des nächsten Monats passiert. Und dann sterben wieder Leute, denn das heißt Sterben mit Stritter. Jetzt aber erstmal vielen, vielen lieben Dank an Mirkala, die Irina gespielt hat. An Erik. Sorry, Rach, jetzt was? Ich sagte nur, war wieder schön, hier zu sein. Ja, dich findet man am besten auf Instagram tatsächlich, as far as I know. Genau. Erik findet man nirgendwo außer auf OrkenspalterTV. Im Layout. Ich habe auch schon einen Gastauftritt bei Ben gehabt, so ist nicht, aber man findet mich hier, ja. Perfekt. Ben and Paper findet man auf diversen Orten mit genau diesem Namen selbst, oft Spielleitung, aber auch bravouröse Halbspielleitung und mitspielende Personen in verschiedensten Rollen. Vielen Dank, dass du da warst, Ben. Dankeschön.
Walker, hast du gut gemacht. Danke für dein Dabeisein heute als krankes Overlay-Stück. Du hast dich fantastisch an der Kette gehalten und mal brav gewesen, ja. Das ist ein bisschen extrem. Ja, stimmt. Aber irgendwie sehr out of character das Ganze heute von Walker mit Vincent. Zu wenig gesagt, zu wenig Leute bedroht. Aber sagen wir auch wenn man ihn nicht auf der Kamera sieht, im Herzen war er immer bei uns. Das stimmt. Genau. Wenn ihr jetzt Bock auf Vember habt, ihr könnt das Ganze auf dem Let's Play-Kanal hier nachholen, alle Folgen. Gibt auch ganz viele andere coole Dinge. Also ordentlich auf den Abo-Button ballern, ordentlich Playlists gucken, liken, kommentieren, teilen, damit es mehr von dem Scheiß gibt. Vielen lieben Dank, Gorgenspalter TV. Vielen Dank, Chat. Vielen Dank, Zuschauende. Vielen Dank, Spielende. Und an euch einen schönen Abend noch. Bye.